Hallo. Hallo. Ja, es geht weiter mit Reimer aus der Frostbeten. Für uns noch nicht mal zur Woche vergangen. Diesmal wieder in vollständiger Besetzung. Besetzung, nicht Besitzung. Und ja, was ist denn beim letzten Mal passiert? Ja. Also, es lag ja alles in Schutt und Asche. Nicht ja, so je nachdem, wo man halt hingeschaut hatte. Und Thermaleine allerdings ist mit leichten Blessuren davon gekommen. Und trotzdem schienen die ein oder anderen Personen recht in Gedanken versunken zu sein. Und dazu gehörte auch diese Nekromantin Wellen. Sie erzählt, dass das wohl erst der Anfang wäre und bringt dann auch Auriel mit als Thema hinein, dass sie befürchtet, dass Auriel da noch einiges mehr im Petto für die Landschaften hat. Mhm. Sie hat mehr Informationen und ist an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert. Und sie will, wie ihre Kollegin, Ytheryn betreten, nämlich die Stadt, nur so diese besondere Stadt, die gegen Götter Krieg geführt hat. Und dort könnte dann vielleicht die Lösung liegen, wie man Auriel selbst besiegen könnte. Trotzdem wurde an dem Abend recht gefeiert. Ja, so. Und vor allem nämlich bei der Familie von Nira. Und und auch Finster glaubte, irgendwie einen neuen Weg nach Hause gefunden zu haben. Mhm. Fachsimpelte über Möglichkeiten, die eine wäre zu sterben. Ja, so, aber naja, gut, ne? Finster-Dinge halt so. Und er beschloss aber, das Schadalyn, das Drachen, einzusammeln. Und als er zunächst von den Wachen erstmal aufgehalten wurde, konnte er sie aber davon überzeugen, dass das eine sinnvolle Sache ist. Und am nächsten Tag beim gemeinsamen Frühstück wurden dann Pläne geschmiedet bzw. auch umgesetzt. Das Schadalyn wurde nämlich in einen geheimen Teil der Minen gebracht, um dort sozusagen verschlossen zu sein, ne, vor dem neugierigen Auge, möglichst vor den Draugr natürlich. Und und Griff ist dann schon mal vorgereist nach Brynshanda. Ich hab da was zu erledigen. Ja, so, genau. Es kam dann auch zu einem Gespräch, also zu einem weiteren Gespräch mit Wellen, also zwischen Ravenna, Neola und Wellen. Und sie sprach davon, dass Ytheryn nicht so leicht zu finden ist und dass es irgendwie so eine Art Schlüssel gibt, beziehungsweise es verschlüsselt ist, diesen Ort irgendwie zu finden. Und dass das weiße Kodizil, eine Abschrift, ja, dort Hinweise dafür haben könnte. Das soll sich entweder beim Ratsplatz der einstigen Frostriesen befinden und eine Jägerin in Brynshanda könnte den Ort kennen von diesem Ratsplatz. Weil nämlich, wenn man dort angekommen ist, dort grassiert so ein Geist von so einem Frostriesen, also ein König, und der kann Fragen beantworten, wenn man sich als würdig erweist. Mhm. Ja. So, weiterhin hatte Wellen, als sie angekommen ist, einen Globus bei sich, der ihr allerdings entwendet wurde. Und ein Walölhändler könnte mehr über ein Wrack im Eis wissen. Also, weil dort könnte sich dieser Globus mit einer anderen Magierin irgendwie befinden.
Ja. Was denn für ein Globus? Ja, das ist halt so irgend so ein allwissendes Sphäre-Dingsy-Teil. Ja, genau, ein Professor. Ja, so, genau. Und dann hatten wir uns so ein bisschen beraten, ne? Und dann meinte dann Niola auch so, ja, also ich meine, ne, Finster mag halt keine Yetis. Ich weiß ganz genau, was er sagen wird. Also wir werden uns nicht mit irgendwelchen Frostriesen anlegen, wenn wir es nicht irgendwie verhindern können. Wir gehen eher zum Wrack. Ja? So. Und Wellen wiederum wollte dann weiter nach Osten ziehen, um nochmal weitere Hinweise zu finden über den Aufenthaltsort von Ytheren. Mhm. Und sie würde aber dann regelmäßig Kontakt aufnehmen zu uns, ne, über Magie. Das hat sich dann Finster nicht so ganz nehmen lassen, beziehungsweise Finster hat irgendwie nicht so ganz kapiert, was Niola halt ihm da irgendwie gesagt hat. Ja, so. Hat das auch nicht gut erklärt. Und ja, ja. Und dann und dann hat er dann immer wieder Nachrichten, ja, so ausgetauscht mit Wellen und die hat auch einmal nicht geantwortet. Da musste ich nochmal nachfragen. Die war vielleicht auch unpässlich, ne? Genau. Und dann hat Finster auch Kontakt aufgenommen auf die gleiche Art und Weise zu Ravennas Großvater. Und der hat dann gesagt, sie soll nicht auf die Insel kommen. Also was denn für eine Insel? Also wir wussten ja, dass der Großvater bei dieser, wie heißt die, Broken Sea, bei dieser zerborstenen See ist. Und da gibt es ja viele zersplitterte Inseln. Ach so, da ist der. Okay. Da könnte halt irgendwo sein. Und der sagt auf gar keinen Fall dahin, Auril ist zu mächtig. Mhm. Vielleicht ist das auch nur ein Trick. Auf jeden Fall haben wir jetzt beschlossen, wir folgen jetzt erstmal Griff nach Brunchanda, weil dort könnte es ja die nächsten Informationen geben. Also jetzt gerade, ne, entweder bei diesem Walölhändler, ne, über dieses Wrack der Dark Duchess oder aber dieser Jägerin. Vielleicht gibt es da auch wieder ein Fest. Nee. Ja, das mal gucken, wie es den Leuten in Brunchanda überhaupt geht. Ne? Außerdem gibt es bestimmt erstmal Lohn. Ja! Ne? Mhm. So. Davon können wir Schneeschuhe kaufen. Wenn du welche brauchst, auch, ja. Schau. Egal, wohin wir fahren, wir brauchen erstmal extreme Wetterausrüstung. Haben wir doch, oder? Aha. Außerdem ist ihm ist doch nie kalt. Nee, und hat nicht irgendwer anders auch noch? Ja, ich habe Schuhe. Mir ja, genau, eben so. Also von daher. Na gut, aber vielleicht, wenn wir aufs Meer fahren müssen, dann brauchen wir vielleicht. Ich glaube nicht, dass wir irgendwo hinfahren. Wir gehen übers Meer. Ja. Es ist alles eingefroren. Ja, ja. Muss halt nur wissen. Naja, es heißt ja das Meer des bewegenden Eises. Wenn es sich bewegt, können da auch Löcher und keine Ahnung. Also ich würde da nochmal. Aber erstmal, also was, wo sollte man zuerst hingehen? Den Globus sollte geholt werden, ne? Ja, und das dann bei diesem Wrack. Ja. Okay. Genau. Aber erstmal müsst ihr euch ja noch treffen. Erstmal nach Brunchanda. Genau, erstmal nach Brunchanda. Aber erstmal mussten wir nochmal eine Nacht drüber schlafen. Na? Genau. Das heißt, du hast 2 Tage Vorsprung. Hm. Einen Tag Vorsprung. Genau, weil eine Nacht hast du ja vor Ort noch verbracht nach dem Kampf. Und dann bist du schon aufgebrochen. Genau. Ich wusste nicht mehr, wie dein Erschöpfungslevel. Ich war davon ausgegangen, dass du erstmal erschöpft bist nach diesem Kampf. Was passiert denn bei dem Kampf? Danach. Mhm. Genau, was tust du denn? Also du reist nach Brunchanda. Ne, mit dem Weg bist du ja vertraut. Und der verläuft, also ob das jetzt immer noch diese Nachwehen von diesem seltsamen Flug des Drachens waren oder was auch immer. Aber zumindest läuft hier keine Gefahr über den Weg. Sind denn da Leute unterwegs? Weil der hat ja Städte auch kaputt. Ich meine, können wir die Karte vielleicht mal sehen? Das ja, ist aber verschont der, geblieben. Ja, aber wie gesagt, die Leute aus den zerstörten Städten, die gehen ja jetzt vielleicht nach Brunchanda oder weil die wo wollen die sonst hin, ne? Zum Beispiel. Das kann natürlich sein, ja. So, das ist die Karte. Ja, die zwei wurden so gut wie zerstört. Ihr seid in Thermal. Und wurden die nicht auch zerstört? Leine. Und Thermaleine ist hier. Und der Flug ging über Dugan's Hole. Goodmead. Ja. East Hill. Dann kamt ihr. Dann ist der Cair Dinneval, der König. Und wir haben abgekürzt hier rüber, um den da abzufangen. Ja. Und das hat er, glaube ich, auch noch kaputt gemacht, oder? Nee, Lonely wurde das ja nicht, sondern er ist halt eben direkt als nächstes. Und Thermaleine habt ihr ihn zerstört. Also das heißt, in Mitschreitschaft gezogen wurden
Dugansol und Goodmead. Die genau wisst ihr jetzt natürlich nicht genau, was da passiert ist. Da oben ist auch Kerr was Dinneval, passiert. Kerr König, ja. Da kann man davon ausgehen, dass der Drache wie geplant vorgegangen ist. Und Thermaleiner. Aber jedenfalls hier war der nicht. Das heißt, hier auf der Straße wird einem wahrscheinlich keiner begegnen. Genau so sieht es aus. Sondern wenn überhaupt, sind die irgendwo hier unterwegs. Ja. Oder Richtung Easthaven. Vollkommen richtig, immer, ne? Genau. Ne? Oder Leute, die ganz verzweifelt sind, würden sich von Dugansol aus direkt machen. Ne? Und nicht weiter in die Flugrichtung von dem Drachen. Genau. Ne? Das heißt, auf dem Weg dahin erlebst du erstmal nichts Besonderes. Also, Auffälliges. Also es gibt da keine Flüchtlingskarawanen oder so in die Richtung, die dir begegnen oder dich begleiten. Und in Brinchanda selbst? In Brinchanda selbst ändert sich die Lage so ein bisschen. Du siehst tatsächlich, dass viel Betrieb schon an den Stadtmauern ist. Die Stadtmauern sind diesmal gut bewacht. Wobei nach einem recht kurzen Blick und einem kurzen Wort die Leute auch durchgelassen werden. Was du merkst, ist, dass am Anfang schon halt Leute mit so frisch verfassten Papierstücken halt eben stehen, ne, und einige Gruppen zu irgendwelchen Sammelunterkünften halt eben weisen. Ne? Oder halt eben auch daran verweisen, ne, dass halt eben die Sprecherin der Ortschaft eine Verkündung, ne, also in so alle drei Stunden gibt es eine, einen Lagebericht, der vor Ort kundgetan wird, wo halt eben die neuesten Entwicklungen, Informationen, was halt eben so die Versorgungskette betrifft. In Brinchanda sind einige Flüchtlinge aus den ersten zwei Ortschaften tatsächlich gelandet. Das sind jetzt nicht immens. Ja, da wohnten ja auch nicht so viele Leute. Ne? Viele, aber im Prinzip jede Person, die hier mehr reinkommt, bei der eh schon grenzwertige Ressourcenlage, ne, muss natürlich gut geplant und durchplant werden. Ne? Und das sieht man, dass es halt eben so mitten im Gange ist. Viel, viel Treiben auf den Straßen, viel Rummel und irgendwie hat halt plötzlich kaum einer noch Zeit. Ne? Wie ist das denn eigentlich, nachdem der Drache besiegt war, ist da schon jemand nach Brinchanda geschickt worden oder wurde was gesendet nach Brinchanda, dass der Drache besiegt ist? Also ist die Kunde da, dort schon angekommen? Das werdet ihr zwangsläufig so im Laufe des Tages, wo das geschehen ist, erfahren haben, dass über den Sprecher von Brinchanda, ne, das ist ja der Halborg, der die Ortschaft führt, natürlich eine Botschaft an Brinchanda ist doch diese Frau. Brinchanda wird doch geführt von dieser Frau. Nee, Brinchanda ja, aber in Thermaleine. Also die Person, die halt eben die Botschaft bringen kann, dass der Drache an der Stelle gefallen ist, das ist der Sprecher, das ist dieser Halborg. Und der hat das gemacht. Und der hat es beauftragt, ne, dass eben an Brinchanda und an Easthaven jeweils eine Botschaft gegangen ist. Das heißt, da ist jetzt auch in Brinchanda jetzt keine Panik oder so, irgendwie der Drache kommt jetzt. Nee, nur Wachsamkeit aufgrund überwiegend scheinbar, weil man immer noch nicht so hundertprozentig weiß oder einschätzen kann, ob man mit diesen Dunkelzwergen die Problematik schon komplett entschärft hat, ne, oder ob da vielleicht noch irgendwas im Gange oder ausgeheckt ist. Und deswegen sind da schon mehr Patrouillen in der Stadt, ne, und es werden auch immer mal Schuppen und Gebäude und so, alles, was jetzt nicht so in regelmäßiger Nutzung ist, kontrolliert, ne, nach unsichtbaren oder versteckten Überraschungen, die da laufen könnten. Also was du halt siehst, so Kutschwagen und Transporte aus den anderen Ortschaften oder Händler, da wird der Fundus häufiger mal durchsucht, ne, ob sich nicht in irgendeiner Kiste eine Überraschung befinden könnte. Mhm. Ne? Und man nimmt da die Sicherheit jetzt für die Ortschaften halt ziemlich ernst. Was du aber schon mitkriegst, ist, dass auch ein gewisser Grad an Freude, also an positiver Stimmung, ne, weil sich eben diese Kunde des zerstörten Drachens schon breit gemacht hatte. Und viele halt eben aufgrund dieser gewaltigen Erscheinung natürlich in große Sorge verfallen waren. Aber als die Kunde kam, dass der Drache in Thermaleine niedergestreckt worden ist von der wachbereiten Stadtgarde und
einer Gruppe von mutigen Helden, die diese Kunde ja auch an die Ortschaften herangetragen haben. Da ist überwiegt trotzdem die positive Stimmung. Na, auch was die Liste der Verlusten betrifft, ist man eher positiv gestimmt. Es gibt natürlich auch viele Tränen und so, ne, von Leuten, die Bekannte oder Verwandte in einer der Ortschaften haben. Zwei davon hat es eher hart erwischt. Aber die Verluste jetzt zum Beispiel in Eastham waren halt deutlich geringer als man gerade in Tamerlane, ne, war, konnte man halt eben nicht von nennenswerten Verlusten zum Glück sprechen. Genau, ne, nur eben für Goodmead, da gab es ein bisschen Vorlaufzeit durch Eastham, dass halt eben noch eine Botschaft dort erreicht, weil die Botschaft von dir war ja direkt an Eastham gegangen. Nur die allererste Ortschaft auf der Fluglinie. Dugan-Zone, ja. Ja, genau, die, da kam halt eben jede Hilfe zu spät. Also die sind halt kalt im sprichwörtlichen Sinne erwischt worden. Ne, und, und Kerr Dinneval und Kerr König ja auch. Ne? Ja, aber die sind ja gewarnt worden, oder? Ja. Da, weil Eastham selber hatte ja Botschaften geschickt. Man konnte ja nicht garantieren, ob auf diese Worte gehört wird. Ne, die hatten aber auch nicht evakuiert. Genau, die haben auch nicht evakuiert, ne, sondern die haben die Warnung ausgesprochen, weil über Langkommunikation und hier kommt gleich ein, könnte ja auch ein Trick daneben sein. So, ne, deswegen. Aber die Wachsamkeit hat sich ausgezahlt, auf jeden Fall. Ne, und in Dugan-Zol hat es die Hälfte der Bevölkerung erwischt, aber das ist ja dieser ganz kleine Ort, also sprich 25 Leute machen da ja schon 50% aus der Ortschaft. Und in Goodmead, ne, da wurde es dann halt schon weniger. Ne, wie gesagt, Eastham ist sehr glimpflich davon gekommen, obwohl euer kurzer Eindruck ein anderer war, als ihr, ne, weil ja schon vieles da in Flammen stand und dann gelöscht werden. Auch in der Stadt, ne, die diese Häuser eingestürzt waren und so, aber man konnte da schnell genug reagieren. Also sprich, man mutmaßt, dass es unter 100 Personen in Eastham waren, die diesem Angriff anheimgefallen sind, gegenüber den ursprünglich kalkulierten 250 Personen, die ihr auf diesem Schlachtplan ausgemacht hattet. Genau, in Cairn Dinneval sind 80 Personen gestorben, etwas weniger, ne, vielleicht durch eure Schwächung und die Vorlaufzeit durch die Warnung. Kerr König ist mit 50 gemeldeten Opfern davongekommen und in Tem alleine sind 5 Personen gefallen, ne, halt bei diesem Angriff des Drachens, wo ihr ja noch präsent wart. Ne, und 25 und 25 in den ersten beiden. Insgesamt trotzdem viel zu viele Opfer. Ja. Ja, das ist so die eine Sicht, die anderen haben, aber man weiß, wie es hätte kommen können. Und das ist so die Stimmung, in der du dich wiederfindest. Ja, genau, aber wenn ich da nach Bryn Shandar komme und da bei den Leuten bin, dann jubel ich natürlich auch. Der Drache ist tot! Ja, der Drache ist tot! Der Drache ist tot! Der verdammte Drache! Nieder mit den Drachen! Genau, das lasse ich mir also nicht nehmen. Ne? Also, denn, wenn ich da auch in der Stadt bin, dann, ne, überall wo ich bin, ne, dann mache ich da ein bisschen Stimmung. So, ne? Das dauert auch nicht lange. Bis, das ist Udos Würfel, den habe ich ihm gegeben. Leihweise. Du bist doch verrückt, du gibst hier nicht mal. Nein, das ist mein Würfel. Ach, das ist deiner? Ja. Ich fasse deine Würfel nicht an. Nicht, wenn ich nicht weiß. Ich habe nur gesehen, dass es ein gefüllter Würfel ist. Und dann habe ich ausgerechnet diesen einen. Nein. Nein. Meinen guten Würfel. du wirst tatsächlich zum einen merkst du, also wie schnell die Leute halt eben so mit einstimmen. Ne? Und du hast halt eben so diesen Nenner gefunden, ne, der die Leute da richtig
packt und entfacht. Aber dann ist auch das... Moment! Bist du nicht einer von ihnen? Bist du nicht dieser Griff? Ja, genau. Ich bin Griff. Griff? Ich habe den Drachen getötet. Griff! So, und dann hast du, also sofern du das zulässt, tatsächlich eine... packen dich halt eben so ein paar Leute, hieven dich halt eben auf die Schultern und führen dich halt eben so durch die Straße, ne? Und verkünden halt eben, Griff, der Drachentöter! Griff, der Yeti-Schreck! So, ne? Und dann wird halt eben so ne, diese Botschaft halt eben verkündet. Ne? Und da ist das halt eben so ein bisschen weniger, jetzt hat man ja halt eine fokussierte Person, so, ne? So, jetzt ist es eben der Held. Ne? Ja, genau. Der halt ich lasse mich da gekehrt. Gerne feiern. Ja, ne, du wirst dann halt auch, das Wirtshaus ist total überlaufen, aber das ist gar kein Problem, ne, weil da wird halt schnell der Schuppen halt eben von jemandem klar gemacht, ein paar Fässer werden halt angekarrt und da wird auch eine gute Speise noch gebracht und sehr gut. Immer mal wieder gesellen sich neue Leute so in diesen Raum, um halt mal einen Blick von dir zu erhaschen oder genau, deine ich erzähle ja auch gerne, was da alles passiert ist, ne? In dem Kampf irgendwie, wo wir irgendwie hier auf, was waren das denn, Adler? Mhm. Oder auf Adlern geritten sind. Mhm. Die Druidin hat die Ahnung. Mach mal gerne eine Performance-Probe. Einfach eine Performance-Probe für mich, um wie sehr es über das normale Maß diese Menge halt packt. Also so der Performer bin ich, glaube ich. Mit Vorteil. Auch ich, ah, okay, und ja. Ihr habt alle, das habe ich glaube ich beim letzten Mal vergessen, ihr habt alle einen Punkt Inspiration aufgrund der Vernichtung. Das war sehr gut. Wenn ich euch das noch nicht gegeben habe. So, dann ist das eine 14. Eine 14. Eine 14 ist, also der Schwierigkeitsgrad ist aktuell relativ gering, ne, um die Leute zum Feiern zu animieren. Und du bist zumindest für ein paar Tage bist du halt im Griff der Drachentöter. Die Rettung der 10 Ortschaften und der Schrecken der Yetis und die Legende schlechthin. Von den anderen redet, ja, ne, es gibt halt eben auch noch die Begleiter, aber die sind ja nicht hier, ne? Die haben ja Besseres zu tun und so, aber du bist ja der Mann des Volks, ne? Komm, und so jemand, der sich halt eben zeigt und in Kontakt halt mit dem normalen Volk ist und das ist, ne, dass Helden so etwas machen, so, das ist halt ganz toll. So, ne? Und dann wirst du halt eben wie ein König oder Häuptling halt eben behandelt. Oh, sehr schön. So, ne? Aber ich sag mal, in dem ganzen Jubel und ich erzähle natürlich gern die Geschichte immer und immer wieder, aber ich sag dann irgendwann auch, also ich muss auch jetzt mal hier der Sprecherin der Duwässer, ja genau, muss ich ja auch noch Bericht erstatten. Ja, aber das kann doch bestimmt noch warten, oder? So, trink doch noch einen. Aber ja, irgendwann. Und irgendwann reiße ich mich dann mal los und suche mal die Sprecherin. Ja, das ist gar nicht schwer. Also wahrscheinlich wird es sogar eher so kommen, also wenn du dich ein Weilchen feiern lässt, dass du besser noch, bevor du dich durch diese Menschenmenge gezwungen hast, siehst du halt im Prinzip schon, ne? Du Wässer, ne? Und so ein paar Leute, die dann auf dem Weg ne, frei machen. Und ja, ne, sie ist in Begleitung von dem Sheriff dann auch, ne, der also den Feiernden etwas zulächelt, so ein bisschen grinsend guckt auf das ganze Bier, ne, und auf das Geschehen halt im Vorort. Ja, und Du Wässer geht dann auch. Ne, und nimm dich erstmal in den Arm, ne, klopft dir halt eben so auf die Schulter, du musst dich halt eben so ein bisschen strecken dabei. Es tut mir leid, die Kunde hat mich gerade erst erreicht, dass ihr zurück seid. Ich hatte es gar nicht mitbekommen. Weil Moment. Nein, also ich wollte eigentlich auch schon längst nach dir gesucht haben, also um zu berichten, was so passiert ist. Ne? Ja, was ist denn passiert? Also ich habe nach dem, was mir mitgeteilt worden ist, habt ihr den Drachen bezwungen? Oder also, nein, Griff hat den Drachen bezwungen. Er war's, er hat den Drachen niedergeschreckt. Und sie
Ja, also vielleicht fange ich mal von vorne an. Ne? Irgendwie, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da sind wir ja losgezogen, um die Burg der Zwerge zu suchen und zu finden. Und dann erzähle ich halt die ganze Geschichte, wie wir da die Burg infiltriert haben und gegen irgendwie unzählige Dunkelzwerge gekämpft und dies und das und wie wir nicht verhindern konnten, dass der Drache trotzdem losgeflogen ist und wie wir dann da hinterher sind und dann East Haven und Thermaleine und dies und das und eben die ganze Geschichte halt. Ne? Mhm. Ja, also sie nimmt das auch so auf und lässt sich dann halt von jemandem aus diesem Laden halt eben so einen Blog geben. Ne? Fängt auch so an, ein paar Dinge davon mitzuschreiben. Ja, ich habe auch aus East Haven erfahren, dadurch, dass Finster ja auch die Mitteilung dorthin gesendet hatte mit der Warnung, ist auch die Botschaft in die anderen Ortschaften gekommen. Das heißt, wir waren vorbereitet. Aber es ist beachtlich und bemerkenswert, dass ihr denn diese Gefahr so schnell niederstrecken konntet, bevor noch mehr der Ortschaften in Mitleidenschaft gezogen wurden. Was ihr an Menschenleben gerettet habt und an Unglück verhindert habt, lässt sich in Worten schwer ausdrücken. Ich bin erneut dankbar und alle Ortschaften stehen in tiefster Schuld, dass ihr geistesgegenwärtig gehandelt habt und so viel Mut und Kraft bewiesen habt in eurem Unterfangen und zu jedem eurer Wörter gestanden habt, ohne dass wir euch dafür gerecht entlohnen konnten oder sogar Belohnung ausgeschlagen hat. Es ist länger her, dass in diesen Gefilden Abenteurer unterwegs waren, die sich zu Recht Helden nennen konnten. Aber ich fühle mich geehrt, dass ich mit euch Bekanntschaft geschlossen habe. Aber es ist noch zu früh, um zu sagen, ob die Gefahr vorbei ist. Und ich meine, wir haben immer noch mit den anderen Auswirkungen zu kämpfen. Aber wenn ihr irgendetwas braucht oder es an irgendetwas mangelt, ich weiß, Geld ist nicht euer primäres Interesse. Selbstverständlich würden wir einen Fundus bereitstellen, aufgeteilt auf die Ortschaften aufgrund der Rettung. Wenn es nicht Geld ist, das euch anspricht, haben wir bestimmt andere Dinge, die euch auf euren Reisen oder für zukünftige Taten halt nützlicher sein können, die sich nicht unbedingt mit barer Münze erwerben lassen. Was immer es ist, sucht mich auf im Ratshaus. Ich werde Kunde entsenden, dass ihr hierher gefunden habt und wir werden für eine Anerkennung sorgen. Ich bin recht viel eingespannt, weil einige Flüchtlinge auch hier untergekommen sind. Zum Glück konnten wir auch auf Tagos und auf andere Ortschaften ausweichen, sodass der befürchtete Ansturm der Flüchtlinge sich deutlich mehr in Grenzen hielt, als wir es zuerst kalkuliert haben. Auch dafür nochmal. Genau, also ich kann jetzt nicht für meine Mitstreiter sprechen, aber ich kann zumindest für mich sagen, also ich brauche keine Bezahlung oder Belohnung in Geld. Also mir ist es wichtiger, dass das Geld jetzt hier für die armen Menschen und vor allem für die vielen Waisen, ne, also jetzt auch durch die Angriffe des Drachen und so, dass für die gesorgt wird. Ne? Also ich habe hab ja selber auch schon hier dem Waisenhaus auch Geld gegeben und wie gesagt, meinetwegen kann da auch noch viel mehr gemacht werden. Also da brauche ich jetzt keine Schätze irgendwie. Danach verlangt es mir nicht. Ja, aber wie gesagt, ich kann da nicht für die anderen sprechen, die werden bald auch da sein und Das ist
ja, erneut sehr nobel von dir und sehr selbstlos. Und ich würde lügen, wenn sich das Geld nicht auch gut in Aufbaumaßnahmen und die Sicherung der Ortschaften stecken lassen würde. Aber ich denke, ich habe eine Idee, wie wir trotzdem unseren Tag aussprechen können, ohne dass es für die Ortschaften zum Nachteil wäre, aber trotzdem zu eurem Vorteil. Hm. Ich werde es mit den anderen Sprechern durchsprechen. Und ja, hast du eine Ahnung, wann deine Begleiter? Ja, bald, also morgen oder übermorgen, ja, denke ich, sollten sie da sein. Dann nimm dir erstmal alle Zeit, die du brauchst, um dich zu erholen. Und ich denke, das Mindeste, was wir tun können, ist, es gibt noch ein einfaches Haus. Ich denke, das werde ich umverteilen können, in dem ihr euch einquartieren könnt, solange ihr in Brinchanda verweilt und euch aufhaltet. Das ist sehr freundlich. Ja, ich kümmere mich drum und und ja, sie am nördlichen Rand, nur beschreibt ja halt eben so, ja, ne, so neben dem Schild mit dem weißen Elch, weißen Elch, weichen. So. Genau. No, und dann hast du wirklich so ein spartanisches Haus, ne, so ein mit zwei Zimmern, ne, jetzt nicht das größte, und aber auch so eine Küche mit dabei und ja, noch so ein kleiner Schuppen auf der oberen Etage, den man auch noch umfunktionieren kann als Schlafplatz, wo ohne Probleme, ne, so an die, ja, 6 bis 7, vielleicht 8 Personen, je nach Arrangements, unterkommen kann. Mhm. Und recht gut geschützt vor der Kälte. Ja, ich wollte noch mit dir kurz unter 4 Augen sprechen. Mhm. Mit mir als Spielleiter? Nee, mit der... Duwesser. Duwesser. Okay. Griff möchte mit Duwesser... Wir können auch den Raum verlassen. Griff möchte mit Duwesser unter 4 Augen sprechen. Ja. Weil da sind ja jetzt 1000 Leute. Ja, ja. Ne, also sie nickt. Dann begleite mich einfach. Ich werde dich einfach zu der Unterkunft, die ich im Auge habe, führen. Ah, ja. So. Ja. Ne, und dann gehen wir da so ein bisschen. Ja, also ich kann nur sagen, hier... Dieses ganze Abenteuer, das war so voller Entbehrungen und so viel, weiß ich, kranke Geschichten, irgendwie komische Monster, irgendwelche seltsamen Zwergenwesen, irgendwelche anderen Monster, also ja, was ich mir im Leben vorher nicht vorgestellt hätte. Dann dieser furchtbare riesengroße Drache, der ja auch größer war, als also ich mir das je hätte erträumen können. Also es war eine sehr entbehrungsreiche Zeit. Ja. Und mir ist nur eines klar geworden, irgendwie ja, was mir geholfen hat, durchzuhalten, diese Entbehrungen, diesen Kampf, diese Schrecken, war der Gedanke an dich. Du hast, wenn ich an dich dachte, hast du mir die Stärke gegeben, das zu überstehen. Und ich wollte nur, dass du das weißt, weil ich glaube, dass habe ich erkannt, wie viel du mir bedeutest. Und, also, ihre Augen sind halt so ein bisschen Griff. Ich hätte jetzt mit nach deiner Ansprache viele Worte von dir erwartet, die folgen würden. Ich muss zugeben, das hat mich etwas unerwartet erwischt. Ich mach mal bitte eine
Aha. Eine Probe? Persuasion Probe mit Vorteil, bitte. Ja, aufgrund so einer ständigen Entbehrung und Selbstlosigkeit. Natural 20. Nein, wie geil. Das ist der Knaller. Das ist so der Knaller. Das kommt von Herzen, ne? Ja, also das ist absolut. Ja. Ich glaube, das war so ein Plot-Twist, den niemand hat gemacht. Nein. Nein, geil. Das kommt von Herzen. Der Griff ist verliebt. So. Ja. Haha. Großartig. Super. Und sie. Also sie ist halt eben, sie scheint halt so ein bisschen den Gedanken zu versenken. Sie ist auch, dass ihre Wangen halt eben so ein bisschen dunkel anlaufen. Griff, ich danke dir für diese mutigen Worte und ich würde lügen, wenn. Wenn deine Art nicht einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hätte und meine Gedanken häufiger um dich kreisen würden. Allerdings gibt es momentan viel zu tun und ich kann mich nicht von meinen Gefühlen. Also fängt halt eben an, so ein bisschen zu stammeln, so was so ein bisschen, wenn es etwas ruhiger ist, wenn ich mich wenn hoffentlich die Probleme etwas abebben, vielleicht könnten wir dann Eis? Was man, ich weiß nicht, was man so tut, etwas trinken oder essen und uns besser kennenlernen. Ja, also ich halte sie dann auch so, schaue ihr in die Augen und sage dann eben auch, ja. Ich weiß, also das ist jetzt alles schwierig. Ne? Du als Sprecherin und ich eben hier als der Drachentöter. Ne? Ja. Und ich versuche sie zu küssen. Ja, also das... Also du merkst schon, dass sie so ein bisschen innerlich zusammen, also ihre Hände halt auch greifst, ne, aber sie erwidert deinen Kuss. Bricht allerdings auch sehr schnell ab und du merkst dann, ne, dass ihre Hände... Ja, also ich will so, da jetzt nichts erzwingen. Also das. Ich habe noch zu tun. Das ist interessant. Ja gut, wir sind ja jetzt auch hier, also dann kümmere dich um deine Sachen und ich warte halt auf die Rückkehr. Bis bald, Griffe, sonst noch. Da ist es ziemlich schnell ein Tempo. Guck aber halt eben noch mal so kurz und schenkt dir halt noch so ein Lächeln und verschwindet dann auch. So. Unerwartet. Ja. So, das sind die Abenteuer von Griff. Sehr gut. Genau, ein kleines Spin-off draus. Anders halt, ihr wisst ja schon, wer hier als nächster amtierender Bürgermeister ist. Ja. Dann vergeht ja nicht allzu viel Zeit, aber ihr brecht ja dann auch einen Tag später auf und macht euch auf den Weg nach Brinchanda ohne weitere Zwischenfälle. Und ihr seht die Ortschaft in einem etwas aufgelösteren Zustand oder ruhigeren Zustand, als das bei Griff der Fall war. Es wird zwar immer noch kontrolliert, auch wenn ihr ankommt,
Es wird eine routinemäßige Untersuchung so an den schweren Gepäck halt eben gemacht. Ne? Also nichts Ernstes, nachdem eine Wache auch erkennt. Nicht als Helden gefeiert beim Eintreten? Nachdem eine Person erkennt, wer ihr eigentlich seid, ruft die Person halt eben auch diese Wache. Nein. Unglaublich. Die Freunde des Drachenfahrers. So, wir hören wahrscheinlich so. Genau, das ist was er gesagt. Das sind die Freunde des Drachentöters. Mhm. Sie waren an seiner Seite, als er den Drachen niedergestreckt hatte. Geil. Sie sind. Erkennen mich sofort. Wo ist denn dieser Drachentöter jetzt? Oh, er hat im ehemaligen Weißen Elch Unterkunft bezogen. Frau Duvessa lässt ausrichten, dass ihr ebenfalls dort eine Unterkunft habt. Mhm. Okay. Vielen Dank. Gerne. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja. Wir haben eine Unterkunft. Das ist gut. Ja. Wir alle zusammen. Das finde ich schön. Und hört halt eben noch so ein bisschen Getuschel. So, ne, das sind Helden. Sie haben halt eben. Ja, der Drachentöter hat halt eben den finalen Schlag gemacht. Aber jeder Held braucht auch seine Gruppe um sich herum. Achso, das waren die? Ja, doch. Ja, keiner ist übrigens auf den Griff. Ich bin sehr gespannt, was Griff uns erzählen wird. Ja, irgendwas muss passiert sein. Ja. Ich meine, wir haben ihn einen Tag allein gelassen. Oder einen ganzen was Stadt kann, gegen was euch. Was kann schon an einem Tag passieren? Genau. Also glaubst du, die Leute spinnen ja immer so Geschichten übertreiben. So ein bisschen. Ja. Hallo Griff, wir sind da. Und, alles gut? Ja. Ja, sicher. Wir haben dich furchtbar vermisst. Wir kamen ganz schnell und jetzt sind wir endlich wieder zusammen. Ist noch irgendwas passiert in Thermaleine? Ziemlich nützliche Dinge. Ne? So, und dann, also Niola kommt halt erstmal rein und ne, wird sich den Schnee von den Schuhen ne, so erstmal freiklopfen, ne, so auch den Schnee von der ganzen Kleidung und so. Und wahrscheinlich hat Griff ja zum Glück schon ein kleines Feuer gemacht, ne, wo man sich dann halt hinsetzt. So. Wir sollten reden. Und dann würde Niola anfangen und ich denke, dann geht jeder halt dann mit rein in die Geschichte, was wir in Thermaleine erlebt haben, vor allem mit dem Gespräch mit Wellen und was Finster und Nira gemacht haben mit dem Schadalin. Das darf man aber keinem verraten. Das ist geheim. Okay. Genau. Es ist halt nur die große Frage, was wir denn jetzt machen? Eis oder Riesen? Ich denke, dass wir. Also ich finde, wir sollten uns auf das Schiff konzentrieren. Das sehe ich genauso. Das Schiff ist ungefähr wo auf der Karte? Das wissen wir nicht so genau. Aber da, wo Wasser ist. An der Küste See. Und der Riese ist da, wo die Berge sind? Oder? Ja, irgendwo da oben so. Ja. Aber hier waren doch. Im Brunchanda waren doch Leute, die auch zur See gefahren sind, nicht? Ja, dieser Walölfänger. Genau. Wir uns doch hier ganz viel sagen können, was da oben ist. Und dann können wir uns doch zuerst um deinen Opa kümmern. Mhm. Ja. Also um dieses Wrack. Also ach, weil der auf einer Insel da ist, ne? Oder wie war das? Die Frage ist, wissen die vielleicht von einer Insel? Gibt es mehrere Inseln in diesem? Also ich weiß nichts über dieses Meer. Also Wellen hat ja ganz klar gesprochen von einem Walölhändler, der mehr über dieses Wrack wissen könnte. Der weiß auch mehr über das Meer. Dann richtig. Und der soll sich in Brinschanda aufhalten. Genau, richtig. Ja, dann können wir den doch mal befragen. Ja. Genau, und das andere war halt diese Jägerin oder Wegführerin, die sich auch. Ja, genau. Ja, dann fragen wir uns einfach durch die Gasthäuser durch. Der wird ja irgendwo untergebracht sein hier. Ja, irgendwo wird er schon stecken. Ein eigenes Haus irgendwie vielleicht. Ach so, hat. Stimmt. Ja, auch das, ne? Ja. Ja. Genau. Namen habt ihr aber nicht bekommen. Aber so viele Wahlöl, da wird es ja wohl nicht geben. Nee. Hast du denn schon mit der Sprecherin gesprochen? Ja, genau. Ja. Der habe ich schon Bericht erstattet. Mhm. Und die sagte auch, wir sollen
belohnt werde. Oh, toll. Mhm. Wir bekommen doch auch noch so Münzen von denen, nicht? Weil wir doch so für die gearbeitet haben. Genau, sind da mit den Münzen kannst du eigentlich nicht wirklich viel anstellen. Doch, also wenn sie uns wenn wir ausreichend Materialien, Kleidung und Rationen bekommen können für unsere nächste Reise. Ich denke, das wird uns mehr nützen als irgendwelche Münzen. Und wir brauchen diese Tränke, die einen gesund machen. Aber wollten Sie uns denn nochmal sprechen? Oder? Ja, definitiv. Also wenn wir jetzt alle zusammen sind, dann können wir auch nachher nochmal zu ihr gehen. Mhm. Weil wie gesagt, also ich habe ja auch gesagt, also ich persönlich wollte jetzt keine Belohnung, aber ich kann ja da nicht für euch sprechen. Also wie schon gesagt, Münzen brauche ich jetzt auch nicht. Und ich Zaubertränke denke, sind sehr teuer. Und man bekommt die auch dann nur für die Münzen. Das ist ja das, was man Handeln nennt. Ja, sofern wir natürlich jemanden finden, der uns diese Tränke verkauft. Wir hatten doch hier so einen Grundrabatt hier bei dem Händler. Bei dem Waffenhändler. Hier gab es doch auch jemanden, der mit sowas gehandelt hat. Ja, richtig. Wir haben doch mit dem... War das nicht in Targos? Nee, das ist ja direkt in der Nähe. Ja, ist ja egal, aber jedenfalls, bevor wir anfangen zu handeln... Gehen wir erstmal zu der Sprecherin. So. Ja, das ist gut. Genau. Dann lass uns da doch vielleicht zuerst mal hingehen. In Ordnung. Okay, also ihr geht zu dem Ratshaus von der Duvessa. Vielleicht kennst du ja auch den Wahlfänger. Ja, ne, werdet dann auch recht schnell vorgelassen zu ihr in ihr Arbeitszimmer. Und schön, dass ihr da seid. Griff Hallo. Hat schon. Ich zwinker ihr so zu. bemerken wir das Zwinkern? Irgendwie? Macht mal eine Insight-Probe. Ich will das nicht bemerken. Wobei, also ich muss das ja jetzt mal hier aufnehmen, wenn das so explizit gesagt wird. Ich habe eine 15. Ach nee. Eine 5 oder 15? 15. 15, okay. Ich habe nur eine 9, ich krieg nichts mit. Mit einer 15, keiner 10 sonst. Wie krass ist das denn? Nee. Oder? Inside plus 7. Plus 7? Ja. Krass. Vielleicht willst du es ja gar nicht mitkriegen, 16. Aber es ist einfach unübersehbar. Deine göttliche Macht. Die. Nira und Neola, also euch beiden fällt schon auf, dass die Duvessa häufiger mal zum Griff schaut, ne, und ihn recht warm anlächelt. Ihr seht halt eben von Griff halt eben dieses von der anderen Seite, wo sie dann tatsächlich auch einmal kurz eine Hand, also es sieht so aus, als wenn sie vielleicht gerade irgendwie nachdenken möchte, ne, aber euch bleibt nicht verborgen, ne, dass sie halt so ein bisschen anläuft, durchatmet, ne, die Hand wieder wegnimmt und so, ne, recht schnell dieses Rosige wieder weicht. Ja, schön, dass ihr da seid und auch euch möchte ich meine Dankbarkeit nochmal aussprechen aufgrund eures schnellen Handelns und eurer Reaktion aufgrund der Botschaft, die du entsendet hattest, aufgrund den Entscheidungen, die ihr getroffen habt, die so viele Menschen gerettet haben, so viel Leben gerettet haben. Menschen sagt sie, das wäre ein bisschen rassistisch. die so viele Leben hier gerettet haben in den 10 Ortschaften. Der Schaden und der Verlust ist dank euch auf ein bei Weitem nicht so schlimm ausgefallen, wie wir es befürchtet haben und wie es kalkuliert war. Der Dank lässt sich schwer in Worte fassen, zumal ich nur eine Sprecherin an dieser Stelle bin. Ich habe mit den anderen Sprechern aus den Ortschaften geredet. Wie ist die Stimmung in den anderen Ortschaften? Und brauchen Sie noch Hilfe? Ganz
die 10 Ortschaften, jede der Ortschaften stand immer für sich und hat sich gut gegen Gefahren und Bedrohungen behauptet. Und man war immer mal wieder mit anderen Ortschaften befreundet oder verbündet oder stand in einer Rivalität oder in einer Abneigung zueinander. Der größte Teil unserer Ortschaften weiß, was ihr getan habt und ist euch zu größtem Dank verpflichtet. Und ja, genau wie hier werdet ihr dort als Helden gefeiert, ob ihr es hören möchtet oder nicht. Aber ihr habt Dinge getan und ihr habt Schrecken vermieden, die sich nicht anders als... Ihr seid Helden in unseren Augen. Es gibt die betroffenen Ortschaften. Ein paar der Ortschaften sind nicht so gut auf alle Ortschaften zu sprechen, die gut davon gekommen sind. Und vielleicht auch nicht unbedingt gut auf euch zu sprechen. Weil ich denke, das ist etwas, das Zeit braucht, um Wunden zu heilen. Das ist ein Groll, der nicht rational ist, der aus großem Verlust und aus großem Schrecken resultiert. Deswegen möchte ich euch nichts vormachen. Nicht das ganze Land weiß zu würdigen, was ihr getan habt, oder kann ausdrücken, was ihr getan habt. Nichtsdestotrotz, wir wollen das, was ihr getan habt, nicht ungedankt annehmen. Es wäre einfach nicht richtig, wenn wir nicht irgendeinen Ausdruck des Danks mit euch teilen können. Und Griff wollte nicht vor euch sprechen, hat bereits gesagt, dass ihn an barer Münze hier wenig gelegen ist und dass wir das Geld eher in die Aufbaumaßnahmen und in die Unterstützung der Flüchtlinge stecken würden. Wenn jemand von euch Geld benötigt oder wünscht, lässt sich das arrangieren. Ansonsten wären wir so verblieben, dass wir euch zumindest Dinge übergeben und schenken, die sich nicht unbedingt leicht mit einer Münze erwerben lassen und die euch in eurer weiteren Reise und in den Gefahren, die euch vielleicht begegnen, weiterhelfen können. Ja, weil der Kampf ist ja noch nicht vorbei. Und wir müssen uns vorbereiten. Ich denke auch, dass noch mehr Gefahren da draußen laufen. Ich denke, die Wässer hat da schon... Ich gebe ihr dann so eine Liste von Dingen, die ich so benötige. Wenn ihr das auftreiben könntet, wäre super. Was steht da so drauf auf der Liste? Guck so null. So Silberpulver und solche Sachen. Also Zauberzutaten. Zutaten für deine Zaubersprüche im Prinzip. Ja. Was sind da auch die Heiltränke? Sowas wie auch wie die. Da stehen zwei Heiltränke drauf. Ja. Also du wirst ja guckst so ein bisschen links, rechts. Ich denke, da werden wir vieles von umsetzen können. Ja, weil das wäre sehr wichtig. Das werden wir auch schnell umsetzen können. Cool. Wenn jemand von euch noch irgendwelche speziellen Reagenzien oder Zutaten... Das zieht bumm. Das so toll knallte. Ja, da musst du mit dem Gnom sprechen, ne? Oder das Zischbumm ist mir jetzt braut, nicht unbedingt oder? Geläufig, was ihr damit... Der Alchemist hatte so Sachen zum... die haben ganz toll geknallt. Und der wollte mich ja möglicherweise irgendwann zu seinem Assistenten machen. Ein Sprengstoff? Ja, das war das Wort, das der benutzt hat. Okay, nun, ich denke, da kann man... Du guckst so streng. Mhm. Vielleicht gibt es ja auch noch ein paar magische Pfeile für deinen Bogen. Also wir gehen dann gleich in Ruhe die Liste mal durch. Ja, genau. Ja, und ich denke, dass
ihr habt ja eine sehr wichtige Aufgabe hier. Also ich denke, alle Sprecher der ganzen Ortschaften und ich weiß nicht, was ihr letztlich entbehren könnt, aber ich denke, gerade den Flüchtlingen zu helfen, ist eine sehr wichtige Aufgabe und wenn wir für unsere nächste Reise, ich denke, ne, ein wenig Hilfe halt irgendwie bekommen können, dann sollte das in meinen Augen auch ausreichen. Sehe ich auch so. Das würde ich auch noch auf die Liste aufschreiben. Ich brauche auch nichts. Ja, dann. Du hast ja ganz viel schon mit Griff gesprochen, nicht? Ich habe schon alles berichtet. Ja. Hat Griff auch von den Dunkelzwergen erzählt, von den Netten? Ja, davon habe ich auch erzählt. Also hier von der Frau da, wie hieß die nochmal? Ja. Dort hat er von erzählt. Ich habe meine Notiz, meine ich, hier, Dark Lake hier liegen. Grandolfer, genau. Ja. Muscat, ja. Ja, ja. Die wollten nämlich eigentlich helfen. Die haben sich nur nicht so ein bisschen getraut, weil die anderen Dunkelzwerge waren ja fies. Und deswegen waren die sich nicht sicher, wie das so ist. Aber die können halt gut basteln und bauen und graben und helfen. Ja, genau, weil die können sich auch besonders groß oder klein machen, je nachdem, was man halt so braucht, ne? Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Ich denke, wenn man eine Gruppe dorthin entsenden würde. Genau. Um mit ihnen in Kontakt zu treten. Weil ich glaube, die kommen nicht von sich aus. Die haben so ein bisschen Sorge. Nun, ich denke, dass ja, das lässt sich einrichten. Ich denke, es wird wahrscheinlich noch 2-3 Tage dauern, bis wir hier zumindest wieder eine gewisse Normalität im Ablauf haben und sich auch einige der Gardisten aus den anderen Ortschaften wieder möglichst erholt haben. Und dann werden wir gerne eine Botschaft überbringen. Das können wir entweder auf dem magischen Weg tun. Habt ihr denn etwas? Und sie schaut dich an, weil du warst ja auch in der Lage, das bei dem, als es um diese Phantombild, ne, was er ja sogar den Sheriff dann überbracht hatte, eine Möglichkeit mir zu zeigen, oder könntet ihr vielleicht noch eine dieser wunderschönen Illustrationen anfertigen? Gerne. Wunderbar. Oder soll ich Gandolfer von euch etwas ausrichten? Das kann ich auch machen. Ich denke, das müssen wir erstmal besprechen, okay, wie wir genau den Inhalt verfassen wollen. Aber wenn es nötig ist, komme ich gerne drauf zurück. Vielen Dank. Willst du sie mal nach diesem Mann fragen? Also Ravenna wartet auch, bis so kurz mal Pause ist in dem Gespräch und räuspert sich dann auch und fragt, Frau Duvessa, Sie kennen doch jeden hier oder fast jeden in Brunschanda. Wir suchen einen Walölhändler. Wir wissen leider nicht, wie er heißt und auch nicht, wie er aussieht, aber er hat sich hier wohl niedergelassen. Und jemand, der häufig im sich bewegenden Eis unterwegs ist. Ja. Nun, wir haben ein paar Walölhändler hier in der Ortschaft. Vielleicht kennen die sich auch. Ich kann gerne, so sucht ihr ihn wegen irgendetwas Bestimmten? Ja, er weiß etwas über ein gesunkenes Schiff. Über ein Schiff? Ja. Ja, ein gesunkenes Schiff. Vermutlich gesunken. Auf dem sich besondere Dinge befinden sollen, die uns helfen können. Ein gestrandetes Schiff?
Kann auch gestrandet sein. Vielleicht ist es auch gestrandet. Doch, das hat sie gesagt. Weil es ist ja nicht unter Wasser, oder? Ja. Es gibt wie zumindest jemand, der in der Taverne halt eben von einem Schiff und in das sich ein Drache eingenistet hätte, gesprochen hatte. Toll, noch ein Drache. Super. Ach, ey. Oh, hier gibt es aber viele Drachen. Mhm. Das sind schon drei. Ja. Vier. Drei. Ja, aber dann... Vier. Drei. Ja, ich kann euch gerne... Orlov ist sein Name. Er ist normalerweise anzutreffen in den schäumenden Krügen. Und kennt er also die Formel Max, ne, ist halt auch dieselbe, wo dieser Ulbeit, nee, Quatsch, im Northlook, sagt sie, also in demselben Inn und Taverne, wo auch dieser Ulbeit, der singende Fisch, sich befindet. Ich kann ihn aber auch nach ihm rufen lassen, wenn euch das... Nein. Den zu ihm. Alles gut. Genau. Ich denke, was essen wäre ja sowieso nicht verkehrt. Ne? Ich finde das auch. Stimmt, ich habe auch Hunger. Mhm. Und Durst. Ja, ihr habt euch etwas verdient. Ich werde dafür sorgen, dass ihr etwas zu essen geht. Geht doch in den Northlook und wie immer, ich denke, ihr wisst das, ihr müsst euch um eine Bezahlung da keine Gedanken machen. Okay. Dankeschön. Danke nochmal. Und wenn es noch irgendetwas gibt, ihr wisst, wo ihr mich findet. Und wenn ich nicht hier anzutreffen bin, wird mein Sekretär euch dann zu mir führen oder eine Nachricht für mich aufnehmen. In Ordnung. Ja, dann auf zum Wenn wir da rausgehen, dann gucke ich, dass ich als Letzter rausgehe. Und dann zwinkere ich ihr noch. Ja, also sie wird auch kurz sagen, also wenn ihr geht, Griff noch auf ein kurzes Wort. Ja, dann. Ne? Wir sehen uns dann im Ausflug. Bitte Tür zu. Was war das denn? Hast du das auch gesehen? Ja. Ich wollte ja weggucken, aber es ging nicht. Was denn? Ach, denn? Ich finde das aber schon sehr... Nichts. Was denn? Mir ist was eingefallen. Ja, Lola, du kannst dich doch immer so gut an Sachen erinnern. Jein. Vielleicht ist dir das auch aufgefallen. Mhm. Denn gerade eben, als wir da drin gesprochen haben, da ist mir das in den Sinn gekommen. Mhm. Und ich glaube, das hast du auch bemerkt. Wovon sprichst du? Den Jungen aus Bremen. Der Jungen aus Bremen. Der von der Frau, der mit den zwei Fremden mitgegangen ist. Ja. Dem kann ich doch eine Nachricht schicken. Weißt du denn, wie er heißt? Hast du ihn jemals gesehen? Warum? Also warum ist das jetzt gerade wichtig? Das ist mir eben in den Sinn gekommen. Hast du nicht dasselbe gehört? Ich dachte, darum hättet ihr euch... Ist ja nicht schlimm, aber ich weiß ja nicht, wie der aussieht, sondern ich weiß nur, wie seine Mutter ihn uns geschildert hat. Ja. Und ich weiß nicht, ob das reicht. Ich glaube nicht. Nein. Aber wenn wir zum Eis hingehen, kommen wir ja an Bremen vorbei. Ich könnte noch mal mit der Mutter sprechen, mir ihr angucken, wie ihr Sohn aussieht in ihren Gedanken und ihn dann rufen. Aber ich glaube nicht, dass das uns jetzt gerade helfen wird für die Sache mit dem Wrack. Aber es liegt auf dem Weg auf zum Wrack und es ist mir gerade in den Sinn gekommen, das muss doch was bedeuten. Auf dem Rückweg liegt es bestimmt dann auch auf dem Weg. Nicht alles, was dir in den Sinn kommt, hat eine Bedeutung, Fenster. Oder zumindest... Bist du dir da sicher? Woher weißt du das? Weil Gedanken sind manchmal wie Vögel. Sie kommen und gehen. Ja, aber das muss doch eine Bedeutung haben. Wegen Gedanken, die Vogelflug sind. Da musst du drüber nachdenken. Ja. Da kannst du drüber nachdenken. Mach das bei dem Eintopf, wenn wir im Northbrook sind. Ja. Okay. Puh, und schon ist es wieder vorbei. So schnell geht das. Ich hake mich bei Finster ein. Oder hake ihn unter. Ich bin ja größer. Du bist da viel größer. Ja, also ich hake dich so ein bisschen unter meinen Arm. So. Wir können ja gleich was singen. Warum nicht, wenn den Leuten zum Singen ist vielleicht? Die können für uns singen.
Ich habe hier immerhin den Wettbewerb gewonnen. Ich habe hier einen Ruf zu verteidigen. Ja. Ich glaube, so heißt das. Richtig. Wie hieß jetzt dieser Typ nochmal? Griff. Olaf. Danke. Ach, den meinst du? Ja. Also ich denke, wir gehen einfach ins Northlook. Ja, so, und dann bestellen Olaf. Wir und dann kann man ja an der Theke fragen, wer von denen ist Orlas. Ja, ja. Okay. Wir können ein Ratespiel draus machen. Oder wir fragen einfach. Wir haben nicht ganz so viel Zeit. Sonst wäre es sicherlich spaßiger zu raten. Warten. Ja, aber der kommt doch bestimmt gleich, solange. Ja, weil. Einfach nur, um du besser nochmal, oder also wolltest du irgendwas sagen? Ansonsten würdest du dich halt eben greifen. Ja, okay. Ja. Also, man muss nicht immer reden. Ne? Ja. Ui, 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 ui. Wir sollten das nicht tun. Sollte das nicht tun. Es ist keine Zeit. Und ja, also diesmal ist sie nicht mehr so scheu wie an dem Tag vorher. Und behält dich halt eben so gut 10 Minuten da und schaut dich auch ab einem gewissen Punkt einfach nur an und lächelt. Ja, ich lächle auch zurück. Ne? Und dann komme ich halt irgendwann dann. Pass auf dich auf, Griff. Immer. Was immer du tust, und komm sicher wieder zurück. Ah, das ist mal, ne? So findet ihr euch alle im Northlook ein. Das ist recht voll, aber man macht euch einen Tisch frei. Hey, da kommt noch einer. Also wir sind zu 5. Ja, wir bestellen auf jeden Fall für 5. Ja. Aber der ist für 2. Ja, dann können wir auch. Ich gehe mal an der Theke fragen. Ja. So, und also, dann, danke, Neola. Und dann würde ich halt an die Theke gehen, ne, dort dann bestellen und würde, sag mal, wer von denen hier ist Olaf? Olaf? Der Walfischhändler. Du meinst diesen Typen da vorne? So, ne, und so deutet halt eben so einen, der in so einer Gruppe von 4 anderen Personen mit so einem schweren E. So wink euch mal so zu und zeigt dann da halt so rüber. Hab ich doch gesagt. Genau. Das ist er. Er war früher mal Söldner und verdingt sich jetzt als Walfischhändler. Ja. Walöl? Öl. Ja. Walfischölhändler. Ja. Wir hätten gern 5 Bier und 5 Eintöpfe und genau. Danke. Bitte. Ja, guck dich halt eben so mal mehr an. Wo ist deine Begleitung? Ja, stimmt. Mit dem alleine. So, oh nein! So 7 Kobolde. Ich hab Luna. Nee, also. Nö, Luna ist doch mit. Luna ist noch da, oder? Oder war sie nicht mehr da? Oder ich weiß es nicht mehr, was beim Kampf gegen den Drachen passiert ist, ob sie irgendwie. Nee, ist sie nicht in Easthaven geblieben? Was? Warum nein, denn in nein, die war beim Kampf da und ja, die hat auch nicht gemacht. Genau. Wir suchen den Hund. Du bist, glaube ich, in diesen Strahl geraten, ne? Von ja, den Drachen. Ja, ja. Es kann sein, dass es Luna da erwischt hat. Ja, genau. Aber ich würde das jetzt einfach mal so sagen. Und da hast du vielleicht noch keine Zeit gehabt. Oder du wirst sie wahrscheinlich schon zurückgeholt haben. Ja, aber dann ist ja halt eben noch 2 Nächte da. Ja. Was immer du meinst. Aber du erinnerst dich, das ist ja dieser Stramsachs, der halt in diesem Futterbottich da hingeschaut hat. Guck also so. Ja, also Luna wird dann in dem Moment die beiden Vorderpfoten auf die. Ah, da bin ich wieder. Dich habe ich vermisst. Hier, komm, ich habe was Gutes für dich. Ich habe gehört, die Helden haben den Drang. Du bist doch die Heldin. Ja, das ist meine Heldin. Ist dann halt eben toll. Ja, ich lass mal Luna mit ihm spielen, halt irgendwie, ne? So, und komm dann wieder zurück an den Tisch. Das ist der Händler. Ist Griff mir jetzt auch wieder da? Ja, also Griff kommt, glaube ich, erst, wenn
wenn das Essen auf dem Tisch steht. Aber jedenfalls, ihr hört von draußen Jubel. Ne? Mhm. Die Leute, die jubeln. Griff scheint. Und dann kommt Griff halt durch die Tür. Ne? So. Drachentöter, Drachen. Und alle jubeln. Und es wird leiser. Warum die jubeln die jetzt den Griff? Ich würde mal sagen, in der Kneipe wird wahrscheinlich auch gejubelt, wenn der Griff endlich da ist. Ne? Griff! Schön, dass du da bist. Ach, das Essen steht schon auf dem Tisch. Ja, ist doch für dich. Ich habe keine Zeit. Komm her. Ja, wir haben dann für euch schon mal bestellt. Ja, sehr gut, ausgezeichnet. Ja, Prost. Ja, und hier von der anderen Seite. Ja, auf unseren Drachentöter und seine Freunde. Ich verstehe das nicht, du. Ich weiß auch nicht, was hier passiert ist, aber irgendwas ist passiert. Die Leute freuen sich, dass der Drache tot ist. Ja, aber sie haben sich nicht so gefreut, als wir reingekommen sind. Hey. Tja, keine Ahnung. Also, aber wenn du erscheinst, also man reißt dann die Hände. Jede Gruppe braucht ein Gesicht und in diesem Fall ist das Griff. Aber wir haben doch mehr als ein Gesicht, das verstehe ich jetzt gar nicht. Das Hauptgesicht, das Gesicht, das... Das den, Hauptgesicht? Ja, der... Das Hauptgesicht? Ach, das muss ich sagen, verstehe ich jetzt auch nicht. Lasst uns essen und dann sprechen wir mit Orlaf, bevor er weggeht. Mhm. Naja, das ist halt wie bei, das musst du doch wissen, beim Clan zum Beispiel. Ja, jeder Clan hat doch einen Anführer. Mhm. Ne? So, das heißt, wenn man von einem bestimmten Clan spricht, dann fällt auch direkt der Name des Anführers. Ja gut, aber ich bin ja jetzt nicht euer Haben Anführer. Wir dich gewählt? Nein, aber das ist das, was die Menschen halt hier die so wahrnehmen. Ja. Ja. Ihr seht halt eben dieser Orlaf, ne, der steht auch auf. Der kommt halt so ein bisschen schwankend in eure Richtung. Wusste das ja noch. Ah. Wisst ihr, der kommt ja zu uns setzen. Griff! Ja! Schwappt halt eben. Setz dich zu uns. Oh, danke. Hier, warte. Ich hab dir doch gestern von diesem Wendy erzählt, den ich noch hatte. Hier, für dich. So, Jan. Mögest du noch viele Drachen töten? Ja, wenn der Griff durch die Tür kommt, dann ist stimmt. Okay. Und wer seid ihr? Wir waren auch dabei. Ah, sehr gut. Ja. Die haben ein paar Fragen für dich. Ja, genau. Also als erstes hätte ich gern gewusst, warum das überhaupt Eintopf heißt. Das ist doch gar nicht logisch. Nein, das ist nicht die Mit Frage, die wir stellen Topf wollen. Nein, alles stopp. In einem Topf. Wir aber wichtige Fragen. Das war aber eine wichtige Frage. Ich habe mich das gerade gefragt. Wir haben gehört, dass du ein Wrack im sich bewegenden Eis gefunden hast. Eine Black Duchesse. Ja, nicht direkt im... Dark Duchess. Also recht dicht, ja, so an den Schollen, an den Ausläufern, die Dark Duchess, meinst du? Mhm, genau, ja, genau, so war das. Ja, das war zumindest dieser Name, der da noch zu sehen war. Hier, ne, und ich hole mal eine Karte raus. Kannst du mal markieren, wo das da genau gewesen ist? Und wann war das? Das war... Oh, ich muss nachdenken. Moment. Hier, nimm noch einen Schluck Bier, das hilft vielleicht. Die Feier gestern hat mir noch ziemlich gut mitgesetzt. So, aber man sagt ja immer, man soll den nächsten Tag so leben wie den Tag davor. Ich weiß auch nicht, wie er das macht. Er macht das nicht nur mit Drachen, er macht das auch mit dem stärksten Alkohol. Du meinst vernichten? Keine Chance hat es gegen ihn. Alles hat keine Chance gegen ihn. Das ist ein Held. So, jetzt aber. Das ist dieses Schiff, dieses fast wie ein Piratenschiff sah es aus. Mhm. Es ist weniger als eine Es ist nordwestlich von Bremen. Ja. Am See des ewigen Eises. So gut eine Viertelmeile von der Küste entfernt. Ich würde sagen, es ist so ziemlich genau, wenn ich mich nicht täusche, hier so in diesem Bereich auf eurer Karte. Also hier, ich zeig mal so mit dem Stift drauf. Ja, da? Genau. Da? Genau, nordwestlich von Bremen. Ja. Und wie sah es aus? Es war halt auf Grund gelaufen
und eingefroren. Der viel vom Deck war vereist. Und es war halt eben, ich wollte hin, weil es war ein Piratenschiff, es war gestrandet. Und ich meine mal ganz im Ernst, da sind doch bestimmt eine Menge Schätze auf diesem Schiff. Aber das hat sich scheinbar dieser verdammte Drache auch gedacht. Wie sieht der Drache aus? Weiß. Riesig. Und alt. Farbe? Ja. Weiß. Ich mache jetzt mal Detect Thoughts. Ich will das live und in Farbe sehen. Ja. Ich nehme nur die Oberfläche. Ich will da jetzt nicht... Noch ein weißer Drache? Ja. Du siehst ein etwas verschwommenes Bild eines Drachens. Und er war dieser Drache. Oh Gott, er war so groß, so riesig. Das kann vielleicht auch ein Baby drauf. Er kam aus dem Schiff raus. Der saß auf dem Schiff. Ich habe den nicht bemerkt. Gut, habe ich den zum Glück noch vorher gesehen. Mhm. Und ich habe noch nie so einen großen Drachen gesehen. Mhm. Er war ziemlich groß. Ich habe noch nie so einen großen Drachen gesehen. Hast du jemals überhaupt einen Drachen gesehen? Ja, noch in meiner Zeit, als ich halt als Söldner tätig war. Oh. Garstiges Zeugs. Da muss man sich hüten. Würdest du sagen, es war ein älterer Drache oder sah der aus wie ein Jungdrache? Der sah ziemlich alt aus. Aber wer bin ich, um darüber zu urteilen? Oh ja. Aber so groß kann er ja nicht sein, wenn er sich in einem Schiff verstecken kann. Naja, er war eher so, dass sein Kopf in diesem Schiff war und der Drache auf der anderen Seite. Und ich habe es einfach bei dem Weiß schwer unterscheiden können. Mhm. Er hat etwas, ich weiß nicht, ob er nach etwas... Ich versuche, mich zu erinnern. Ich trinke mal noch einen Schluck. Oh, ich glaube, ich werde klarer. Das Konterbier hilft. Er hat etwas gebracht zu diesem Schiff. Ich hätte ja gedacht, er hätte etwas genommen von da. Aber ich habe ja das Gefühl, wisst ihr, was man über Drachen so sagt? Ja, dass sie Schätze sammeln. Dass sie Schätze sammeln, einen Hort haben oder bilden. Mhm. Und ich glaube, vielleicht das war das. Er hat auch irgendein Tier halt eben da gehabt und das in dieses Schiff gelegt. Aber er hat auch, es sah halt aus wie eine große Truhe oder sonst irgendetwas. Und dann gab es halt nur dieses und ganz viel Schnee. Es war so als wenn das vielleicht dort reisen würde. Aha. Und das Bild, das er jetzt in seinem Kopf hat, das stimmt mit der Geschichte überein? Ja, ziemlich. Okay. Ziemlich. Also du kannst keine richtigen Bilder, aber du siehst diese Erinnerungen, weil immer, wenn er versucht, ein Bild, dann irgendwo formt sich das auch als Worte oder, ne, also... Als Storytelling kann man das eher so als Bild halt eben umschreiben. Aber ja, es deckt sich ziemlich mit dem, was das also auch, als man merkt, dass er etwas klarer wird. Erinnert sich halt eben so, den Drachen nicht nur an dieser Stelle gesehen zu haben, sondern dass er scheinbar etwas in Entfernung abgewartet hatte auf so einen richtigen Moment und sich dann aber nicht getraut hat. Mich interessiert halt vor allem, wie groß der Drache in Relation zu dem Schiff ist. Mach mal bitte eine Perception-Probe. Eine Perception-Probe mit Vorteil, weil du in deinen Gedanken bist. 20. Du bist ziemlich sicher, dass das ein Drache ist, dem du schon Auge im Auge gegenüberstehst. Ach, der. Der Weiße. Dein Kumpel. Oder die Weiße. Die Weiße. Ja. Mit diesem... Weil, mit der Leiche obendrauf. Ja, ja. Genau. Ne? Und er sagt auch in diesem Moment, ich glaube, da war auch irgendwas Komisches, als hätte der Drache sich in irgendetwas verfangen. Irgendetwas steckte da drin. Und als er das versucht, kannst du so ein bisschen auf diesen Sattel ummünzen. Ich habe noch eine andere Frage, Olaf.
Das ist ja wirklich sehr gut, dass du entkommen bist. Puh, ja. Weißt du irgendetwas von einer Insel irgendwie in diesem ganzen See? Ganz viele Inseln gibt's da. Also sind das alles Eisinseln, ja, es sind die schwimmen? Keine also Inseln, es sind eigentlich große Schollen und Eisflächen, okay, die sich dort befinden. Aber mit etwas Fantasie könnte man sie, einige sind davon mehr als groß genug für Inseln, ja. Hast du da sonst noch irgendwas Seltsames entdeckt mal? Ich meine, du warst ja öfters da. Gibt es irgendwelche Gerüchte, Legenden von der Ecke? Von der Ecke? Die wir noch nicht gewusst haben. Ja. Oh, jetzt kommt's. Ja, das Einzige, was mir nur einfällt, ist dieses dieser Wal. Das mit der Insel ist interessant. Moment, ich glaube, ich hole mir kurz noch bei Skramax ein Bier. Skramax, machst du mir schon mal ein Bier klar? Ich bin beschäftigt. Ja, jetzt lass doch mal diesen Hund und gib mir doch mal ein Bier, Skramax. Wir sind in einer wichtigen Unterredung, da lasse ich dich auch in Ordnung. Ah, na gut, aber geh schnell. Der Wal? Ja, wo du das mit der Insel erzählt hattest. Die Insel. Mit dieser Frage. Also er kommt mit diesem Bier jetzt wieder zurück. Es gibt ja Geschichten, die sagen, die Frostmaid würde auf einer nebligen Insel, versteckt von den Eisbergen im Meer des ewigen Eises hausen. Und es gibt diesen mächtigen, seltsamen Wal mit einem Boot auf seinem Rücken, der durch diese eisigen Gewässer schwimmt. Und man munkelt, dass das die einzige intelligente Kreatur ist, die weiß, wo sich diese Insel versteckt. Ihr könnt diesen Wal finden bei Angerjux Glocke, einem alten Anlegeplatz. Aber ihr müsst die Glocke läuten an dem Pier, wo sie hängt. Und dann wird er gerufen, sagt man. Und ist der Wal ein Diener auch jetzt? Nein, der Wal ist schon immer hier und er hat schon den ein oder anderen Seemann gerettet. Und ah, okay. Das ist ein hilfreicher Wal. Ja, und er kann wohl auch sprechen. Oh, wir haben ja auch schon mal so ein sprechendes Tier gefunden. Ja. Und wo ist denn dieser Anleger, Angerlux? Der ist. Ist der auch da? Wahrscheinlich auch irgendwo da. Ja, irgendwo da ist relativ, ne? Das ist viel weiße Fläche. Der ist gut. Brenner an dieser Stelle ist gut 10 Meilen östlich von dieser Stelle, von der Dark Duchess. Ja. Auch natürlich nahe an dem See. Aber warum ist da überhaupt eine Anlegestelle? Also war da mal eine Ortschaft? Es war mal ein Hafen, der sich dort befunden hatte, als der Schiffsverkehr hier regelmäßiger lief. Aber das ist schon lange her. Der ist noch, bevor Auriel kam, wurde er aufgegeben, weil er nicht mehr groß zum Einsatz kam. Wegen dem Eis? Es war ironischerweise wurde er häufig genutzt von Waljägern, die auf der Suche nach dem Öl waren, was ja die meisten unserer Ortschaften speist. Und wie hieß der Ort an dem zu dem Hafen? Oder heißt der dann Angala? Nein, wenn ich mich richtig erinnere, hieß er so etwas wie Shell oder so. Ist ein Wind. Aber ich weiß es nicht genau. Ein
Kennt ihr diesen Ort? Ich glaube, ja. Also waren es mal 11 Towns und nicht 10 Towns? Es ist nie wirklich eine nennenshafte Ortschaft gewesen. Den Leuten ging es dort nie gut. Klein. Ja, es war eine komische Krankheit und es gibt viele Geistergeschichten, dass dieser Ort vergessen wurde von allen hier in den Ortschaften und das aus einem guten Grund, dass niemand sich daran erinnern kann, darf, um die Schrecken nicht wieder aufleben zu lassen. Okay. Wie lange ist denn dieser Ort nicht mehr? Also wie lange ist es her, dass man ihn vollständig aufgegeben hat? Oh, ich bin kein Historiker, wisst ihr ja. nee. Da kann ich jetzt nichts Genaues zu sagen. Ich weiß nur, dass es halt vor Auriel war. Man sagt, eine Göttin hätte diesen Ort, also auch, aber nicht Auriel, aber eine andere Göttin hatte diesen Ort verflucht, weil sie irgendetwas Schlimmes getan hätten. Aber wer weiß, wer weiß. Ich glaube, es freut mich, wenn diese Geschichte dich glücklich gemacht hat. Ich meine, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Mein Herz ist bereits verschenkt. Du schaust mich so liebevoll an. Ich würde dir gerne ganz viel Bier kaufen. Was? Freundschaft ist immer noch in meinem... Der Mann soll für einen Mond hier immer trinken dürfen. Wie viel von diesen Münzen bekommst du dann von mir? Moment. Also, Pinsker bringt ihn an, wie viel er trinkt. Skramax, können wir einen Deckel machen? Er schaut halt eben rüber. Was ist das für ein Irrsinn? Du möchtest ihn. Er säuft wie ein Loch. Aber es macht ihn glücklich. Ja, zugegeben. Ich möchte, dass er glücklich ist. Er hat mich ja auch glücklich gemacht. Okay. Mach mal eine. Zweideutigkeitsprobe. 10. 17? 10. 10. Wollen uns nicht übertreiben. Schaut. Guck mal, reicht das? Jetzt drücke ich ihm ein Goldstück in die Hand. Ein Goldstück? Keine Relation. Und ist das zu wenig? Er nimmt das Goldstück. Doch, und der winkt dich halt eben so ein bisschen näher, damit es nur du hörst. Goldstück ist zu wenig, das reicht bei Weitem nicht. Aber das ist okay. Erzähl's nicht weiter, mach das nicht bei anderen Leuten. Aber meinetwegen, dann geht das. Ihr habt sowieso freie Kost und freie Getränke hier, dann packe ich ihn mit dazu. Boah, du bist aber auch nett. Ihr habt. Ich meine, ich kann von euch kein Geld verlangen. Aber deswegen nicht diese Großzügigkeit auf noch weitere Leute erstrecken. Nee, so, sonst das ist jetzt ein Geheimnis zwischen uns beiden. Das ist ein Geheimnis zwischen uns beiden. Puh. Oh ja, 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 nein, nicht vernachlässigen. Jetzt noch ein Knochen. Ich glaube, Luna wird kugelrund sein, wenn wir hier Brunchanda verlassen. Ja. Mhm. Wir müssen schnell weg. Naja, es tut ihr ja gut. Das ist so ein Moment, wie sich die Ohren aufrichten. Genau. Und so ein anklagender Blick in Richtung von Neola halt eben geht. Nicht das hat sie gehört. Wahrscheinlich. Ja. War das alles?
Ja, ich. Oder habt ihr noch eine wichtige Frage an mich, die ihr bisher noch nicht gestellt habt? Hast du denn noch was Wichtiges zu erzählen? Ja, nicht, dass ich wüsste. Aber wenn ihr nichts mehr wollt, dann bin ich jetzt wieder drüben. Danke nochmal, mein Freund. Wie ist dein Name? Finster. Finster, ein schöner, unheimlicher, aber wirkungsvoller Name. Danke. Orla finde ich auch toll. Danke. Ich auch. Mann. Ich muss die ganze Strecke gelaufen sein. Wieso? Ich komme doch daher, aus Schell. Du wurdest von diesen seltsamen Wesen abgeholt, in ihr seltsames Raumschiff entführt und dort zum Teil verändert, Finster. Wir wollten dir doch dein Gehirn rausnehmen. Ja, das war nicht nett. Aber das haben die ja alle nicht geschafft. Mhm. Ich würde da mal gerne hingehen. Also da muss nicht jetzt sein. Wollen sie erst den Opa retten und das... Ja, es bringt nichts, wenn wir auf die Insel gehen, ohne das, was in der Stadt ist. Ja, richtig. Also das heißt, wir müssen erst Itherin finden. Dafür brauchen wir den Globus. Genau. Aber brauchen wir dafür oder nicht das Frack? Ja, genau. Ja, auf der Globus genau. Ist doch in dem Frack, ja, oder? Genau. Okay, also das heißt, wir gehen zu dem Frack. Und dann war aber noch was, das habe ich aber schon wieder vergessen. Ja, das ist, beim Wrack war der Drache. Ja, so. Das habe ich nicht vergessen, der ist ja harmlos. Entweder nehmen wir es mit dem Drachen auf oder aber wir gehen zu den Frostriesen und versuchen dort beides würdig zu sein. Weil da gibt es den Kodex. Genau, richtig. Ach, da musste man würdig sein. Vielleicht, ja. Was heißt vielleicht? Ja, es ist auch nicht so 100% sicher. Ach so, sicher. Okay. Man vermutet. Der ja. Was bedeutet denn würdig sein? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir müssen da wahrscheinlich einen Test machen. Ja, das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Test der Kraft sein. Das kann ein Test deines Geistes. Köpfchens halt irgendwie sein. Das machst dann du. Oder eine Kälteprobe. Oder deines Herzens. Kälteprobe mache ich. Keine Ahnung. Ja, außerdem wissen wir gar nicht, wo diese Frostriesen sind. Die da waren könnten weit wir die Jägerin Osten, fragen, die ist hier noch in Brunschandag. Ja, richtig. Vielleicht sprechen wir einfach wir auch ja mit, einfach ihr mit ihr und sprechen. Hören. Ja, genau. Wir sollten beide. Genau, weil es da noch vielleicht dann Zusatzinformationen gibt. Weil es kann ja auch sein, dass wir vielleicht das eine machen, dort scheitern. Und dann müssen wir woanders hin. Und dann müssen wir Plan B durchgehen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wir scheitern nicht. Nein, man kann aber. Es kann. Es wir wollen ja beides machen. Damit fangen wir nicht an. Nein. Wenn sich also deine Zuversicht in Ehren, aber wer weiß, was noch passiert. Genau. Nur Gutes. Ja. Es passiert nichts Gutes, außer man tut es. So. Gehen also wir zur Jägerin. Kann ich weglocken, wenn lass noch mal überlegen. Also, Jägerin, ja. Kennt hier jemand eine Jägerin? war das nicht sogar eine Elfe? Irgendwie habe ich im Hinterkopf, dass es eine Elf. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Also wir suchen die Jägerin. Nein, als wir ganz am Anfang in Brunschanda waren, da haben wir doch hier gesessen und da gab es doch auch an Nachbartischen Leute, die du beschrieben hast, die wir gesehen haben. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass da eine Jägerin bei war. Ihr habt viele Jäger hier überall. Ja, okay. Eine Jägerin, die es mit Frostriesen aufgenommen hat. Ha! Moment, meint ihr nicht vielleicht? Mhm. Und ne, dann wird so ein bisschen gegrübelt, überlegt. Ha! Mit H kriegt man hier Aufmerksamkeit. Genau. Okay. Ha! ihr meint Yselm. Wie? Yselm. Genau, Gesundheit. Yselm. Frostriesenaufnehmerin. Also Yselm. 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 Okay. Genau, Yselm. Okay. Chris, kein Bier mehr. Yselm Blattfäng. Mhm. Ja, die kommt hier viel rum. Die ist eigentlich nur Nomadin, oder war mal eine, aber hat sich seit ein paar Jahren hier schon niedergelassen und jagt halt eben gerne so in den Weiten des ewigen Eises. Sehr schweigsam.
Wo ist die denn untergekommen? Das ist auch immer noch der Olaf, ne? Der, der weiß alles. Der, weiß, der ist alles. Die ist normalerweise hier im. Da im. In den schäumenden Krügen. Na. Man gehen wir doch da mal hin, oder? Die andere. Ja. Um die Ecke. Eine andere Kneipe halt eben. Was so. Ist deine Nomadin? Die ziehen so halt etwas rum. Wie ich. War mal. Also jetzt nicht mehr, weil sie ist ja jetzt sesshaft. Das heißt, sie war mal so wie du und ist das jetzt nicht mehr? Ja. Also sie hat so ähnliche Dinge gemacht. Sie war nicht mal so wie sie, sondern... Also sie gegen Drachen gekämpft. Also ja, Nomaden sind... Sie sind nur rumgezogen. ...sind Stämme oder gehören meistens zu Stämmen an, die durch das Land reisen und davon leben, was das Land einem gibt und okay. Nicht an einem festen Ort leben. Das habe ich verstanden. Ja. Mhm. Schäumender Krug. Mhm. Genau. Dann gehen wir mal zum schäumenden Krug. Genau. Machen wir eine schöne Kneipentour hier. Ja. Bist du da auch der Drachentöter? Wahrscheinlich. Also wenn wir reinkommen. Ja, dann gehe ich halt eben so in die andere Kneipe. Und ist auch gut gefüllt. Ja, ne, Leute schauen halt kurz so, ne, aber auch da, hey, Griff, Drachentöter, Drachentöter, Drachentöter. So, ne, und dann ne, dreht sich die Menge halt eben dann auch so nach und nach zu euch um, so, ey, die Helden sind da, so, und nimmt doch Platz, hier haben wir noch eine Ecke, so, ne, aber trinkt mal mit uns. So, und das werden halt eben so, ja, trinkt mit uns. Hey, seid nicht so laut da drüben. Das sind die Helden, die haben den Drachen getötet. Nein, Griff hat den Drachen getötet. Ja, und da geht's so ein bisschen hin und her. So, und dann glück. Den Drachen getötet. Ganz offensichtlich glauben sie das. Ich habe den Drachen getötet. Ja. Ja, das war ein Gemeinschaftsprojekt. Wer von euch ist Özlem? Ja, so eine Menge Köpfe gucken halt eben zu so einem einzelnen Tisch, wo auch wirklich nur eine Person halt eben sitzt. Die Arme. Oh Mann, die freut sich, dass wir da so sind. Ja, schweren Mantel gehüllt, ne, so ein Bogen, der neben ihr an der Wand lehnt. Schaut halt so zu eurer Richtung, wenn man sieht, so ja, lange schwarze Haare, die in mehreren Bändern herablaufen, sind halt so Perlen, die einzelnen Stränge gebunden. Eine große Narbe läuft halt über ihr linkes Auge und große Teile der linken Gesichtshälfte. Wer will das wissen? Sie. Die Freunde vom Drachentöter. Ist wichtig. Ja, dann setze ich mich zu ihr, also. Wir wollten das jetzt nicht hier so laut rumtönen, aber wir wussten nicht, wie wir dich sonst finden sollen. Kein Problem, aber was wollen Helden wie ihr von jemandem wie mir? Naja, ihr seid ja auch so eine Art Heldin. Nicht? Ich meine, ihr und die Frostriesen, ich meine, das ist ja schon sehr heldenhaft. Ihr seid auf der Suche nach Jarlmut. Nach wem? Dem König. Jarlmut. Genau. Jarlmut ist nicht der König. Jarlmut ist der rituelle Platz, an dem die Frostriesen ihren Rat gehalten haben und ihre Feste gefeiert haben. Da muss man zeigen, dass man würdig ist. Du warst schon mal da. Und hast es Leben zurückgeschafft. Ich finde das sehr heldenhaft. Jeder, der sich mit den Gefahren auskennt und talentiert ist, sollte hoffentlich in der Lage sein, zurückzukehren. Aber ich habe mich nicht der Prüfung unterzogen, wenn ihr das meint. Ja, deswegen müssen wir mal dringend reden, weil wir müssen da auch hin. Ihr wollt dorthin. Und ihr braucht jemanden, der euch führt. Deswegen seid ihr hier. Wenn du gerade nichts zu tun hättest und wenn so freundlich meine Hilfe wärst. Braucht, ich würde mich bestimmt... Wer wäre ich, um euch die Hilfe zu verwehren, jetzt wo ihr so Großes für unsere Ortschaft getan habt? Das klingt doch und super, für euch tue ich es auch umsonst. Wow. Ja.
Sag okay. mal, meint die das ernst? Voll nett. Mach mal eine Insight. Ich habe eine souveräne 7. Ja, 5. Nee, 7, 7, 7. Schwer zu lesen. Ja, also ich bin ganz begeistert, aber wenn ihr es dahin geschafft habt, wieso habt ihr denn die Prüfung nicht gemacht? Weil ich an meinem Leben hänge. Woher weißt du denn von der Prüfung? Es ist eine Überlieferung halt aus unseren Stämmen, die uns von den Zeiten von früher erzählt haben. Sorry, wenn ich jetzt mal so ein bisschen gucke, ne, also jetzt mal so ihre Gewandung mir anschaue, die, ne, also die Schmuckstücke in ihren Haaren, von welchem Stamm sie denn kommen könnte. Mach mal eine Investigation oder Insight-Probe. Eine 15. 15? Mhm. Du siehst, also es ist schwer zu sagen, du meinst an, also ne, die ist mit diesem schweren Mantel gekleidet, aber du meinst am Halsansatz so eine rituelle Tätowierung oder einen rituellen Namen zu sehen, die dich so ein bisschen an Zeichen bei Griff erinnern. Also du würdest, und du bist damit ja auch recht vertraut, du würdest am ehesten auf den Tiger-Clan schätzen. Oder tippen. Vor den Ratchet Nomads. Ich lese jetzt einfach. Wobei nichts davon halt wirklich präsent ist. Ja. Also wie das ja, ja bei Leuten ist, die sich in den Ortschaften niederlassen. Und die haben ja normalerweise nichts mehr mit ihren Stimmen zu tun. Aber irgendwas bleibt immer. Ne? Ja. Ich lese jetzt einfach ihre Gedanken. Ich will nur so an der Oberfläche spüren, ist das ehrlich gemeint oder nicht. Klar, wenn die jetzt finstere Hintergedanken hat, dann müsste ich da anfangen zu graben. Aber ich will erst mal so gucken, passt die Grundstimmung. Also erstmal merkst du halt eben nur diese Irritation halt eben bei ihr. Warum suchen sie ausgerechnet mich auf, aber wer bin ich, um sie nicht dorthin zu führen? Und dann hört es auch schon auf. Also sie ist genauso wortkarg in ihren Gedanken, wie sie es mit ihren Worten ist. Wenn du versuchen möchtest, tiefer zu buddeln, kannst du. Also. Aber wie weit ist das denn von hier entfernt? Der Jahlmut. Und Brennschande aus. Da. Je nachdem, mit was wir reisen. Mit Schlitten, ungefähr eine Tagesreise. Ach so, das geht ja. Im Westen. Im Westen? Ja. Bei den Bergen, oder? Ja. Also nee, da ist. Ach so, ja, stimmt, ja, eben. Da ist Osten, hier ist Westen. Ja. Also ach, da, doch nicht bei den Bergen. Ach, nee, krass, okay. Also an Tagus vorbei und ja, dann. Okay. Genau, ne, weit südlich von dieser Dark Duchess. Ah, okay. Aber ich sag mal, ein Tag ist ja nichts, ne? Also. Ja, schon, aber... Was weißt du denn über diese Prüfung? Du sagst so, das, was du sagst, klingt so gefährlich, dass es um das Leben da ginge und so. Mach mal eine Persuasion. Eine natürliche 1. Stark. Wie komme ich auf eine 9? Sie schaut dich an und zuckt mit den Schultern.
Ich denke, es ist an euch, das da rauszufinden. Und warum warst du da? Mach mal eine Heimlichkeitsprobe, bitte. Für mich. Heimlichkeit ist Stealth? Oder was ist das? Ja, genau, Stealth. Eine 21. Ja. Und was hat dich dahin verschlagen? Nehmt es mir nicht übel, aber ich habe wenig Lust daran, euch meine Lebensgeschichte zu erzählen. Kein Problem. Dann wenn ihr dorthin geführt werden wollt, sagt mir, wann ihr aufbrechen wollt. Wenn ihr euch den Prüfungen stellen wollt, müsst ihr es im Licht des Mondes tun. Okay. Und dann wird sich der Jarl zeigen. Wie lange ist das hin? Also wenn wir jetzt mal so überlegen, wann ist der nächste Vollmond? Nein, nicht Vollmond, Mond. Ach so, Mond. Ach so, nur es darf einfach kein Neumond sein. Okay. Das läuft fast alle Tage bis offen. Eine Sache gerne wissen. Hast du da schon mal jemanden hingeführt? Nein. Also sagen wir es mal so, unser Leben ist uns auch lieb und deswegen wäre es halt schon ganz nett, du musst uns ja nicht deine Lebensgeschichte erzählen, aber was es mit diesen Prüfungen auf sich hat. Ich habe diese Prüfungen noch nicht gemacht und ihr müsst euch im Auge des Jarls würdig erweisen. Es wird wahrscheinlich mit Stärke oder einem Kampf oder was auch immer ein Riese unter würdig erweisen. Ach, das ist der Geist eines Riesen. Hast du von jemandem gehört, der die Prüfung schon mal bestanden hat? Oder versagt hat? Ich bin unsicher, ob meine. Ob ich in einer anderen Sprache spreche, aber sag. Ach, das war wieder die Lebensgeschichte, alles klar. Entschuldigung. Wann wollt ihr aufbrechen? Aber wissen wir noch nicht. Wenn du möchtest, dass sie dich besser versteht, kannst du in der Gnomensprache mit ihr sprechen. Dann geht das besser. Kommt zu mir, wenn ihr bereit seid, aufzubrechen. Aber nehmt euch nicht zu viel Zeit. Okay. Wie lange bist du noch in der Stadt? Nur damit wir zeitlich planen können. Oder ist das zu privat? Sie schaut kurz in deine Richtung. Und da geht sie hin, unsere Chance. Vielleicht bin ich morgen weg, wenn jemand meine Führung braucht. Vielleicht übermorgen. Vielleicht in 3 Tagen. Gut, also hast du keine festen Termine. Super. Nein. Vielleicht beratschlagen wir uns nochmal und dann melden wir uns. Melden uns sehr, sehr schnell bei dir. Und ihr vielen wisst, Dank, wo dass ihr mich findet. Ja. Sympathische Frau. Ja, vor allem irgendwie Olaf war so gesprächig. Es gibt halt solche und solche. Ich finde, das auf den Tag eingefällt. Dankeschön, Dankeschön. Ja. Ja. So, wenn wir unter uns sind, ne, dann. Ich gehe mal Luna abholen. Auf dem Weg, wenn wir wieder zu uns sind. Das liegt die im Fresskoma. Genau. Luna, ja, es ist Zeit. Stimmt, das wir können gehen wir nach Hause sprechen. Komm, Luna, auf. Danke. Also geht an den Scrubbox. Ja, aber ich hoffe, ihr kommt bald wieder. Ganz sicher. Mhm. Und weiß auch wenn das wie ihr meint, ne, es geht eben nur auf Luna. Ja, aber im Grunde genommen ist es dann doch besser, zuerst zu den Riesen zu gehen. Ja, oder? Ich muss sagen, meine Präferenz sind eigentlich jetzt auch eher die Riesen. Du hast noch eine Sache mitgenommen, weil es hätte ja eine Minute. Ich und möchte nicht zu den Riesen. Na, ich habe einen kürzer eingeschätzt gehabt, aber ich gehe davon also, aus, dass du den Helden hast. Nö, laufen können. Lieber Drache oder Riesen? Als du merkst, dass ja so der Geduldsfaden halt eben durch Nira halt eben etwas überstrapaziert wird. Ne? Ich habe gar nichts gemacht, ich habe nur freundlich gefragt. Mhm. Ja. Mit dem Dahinführen und hast du nicht gesehen, ist kurz der Gedanke, sie hat es nicht anders verdient. What? Oh. Bei ihr in den Gedanken. Und sie ist Nira? Ja. Ich möchte nicht zu dem Wesen. Die mag keine Gnome. Oder nur mich nicht, persönlich. Also tatsächlich,
als er dann unter uns sind. Ja. Ich glaube, die rechnet damit, dass du da keine Chancen hast. Ich möchte auch gar nicht zu den Riesen. Willst du lieber zu dem Drachen? Ja, weil die... Also scheint sie doch mehr zu wissen. Riesen sind mir sehr unheimlich. Ich kann versuchen, das rauszufinden. Drachen aber doch noch viel mehr, oder? Ja, die Leute sind da so eigen. Griff hat mir das gut erklärt. Dass der Drachen doch auch. Sollte, ja, aber Riesen sind mehr so... Auf andere Leute. Aber der Drache kann jetzt spucken. Ja, wer weiß, was Riesen können. Tote Jarl, Königsriesen. Also... Vielleicht essen die gerne Gnome. Ich weiß es nicht, aber ich möchte nicht zu den Riesen. Der Yeti hat mir damals schon gereicht. Der Yeti. Naja gut, aber sagen wir es mal so. Also es sind diese zwei Orte, die wir aufsuchen müssen. Mm. Und die Frage ist eigentlich nicht ob, sondern was. Und was in welcher Reihenfolge. Mm. Und ganz ehrlich... Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt schon mit einem Drachen irgendwie anlegen wollen. Wobei, ist das nicht vielleicht so, dass uns der Globus helfen könnte bei der Prüfung des Riesen? Ach so, der Professor, weil der alles weiß. Ja. Ja, also wenn das so ist, also ich habe keine Ahnung, ne? Aber wenn der... Also, das stimmt. Weil ich glaube, umgekehrt, das, was wir bei den Riesen finden, wird uns vielleicht, also keine Ahnung, was wir bei den Riesen finden, vielleicht nicht bei dem Drachen helfen. Aber umgekehrt, das, was wir beim Drachen finden, kann uns vielleicht beim Riesen helfen. Das, du hast vollkommen recht, Griff. Okay. Nur, aber wie der kriegen Drache, wir denn den Drachen beseitigt? Weil der erschien mir doch das letzte Mal sehr groß zu sein. Aber sie konnte nicht gut sehen. Ja. Ich meine, sie war blind. Genau. Also wenn wir ganz leise und unauffällig sind. Ich meine, es gibt ja... Wie in ihrer Rüstung aus. Also ich kann die weglocken, das ist überhaupt kein Problem. Aber die hat ja auch irgendwelche Helfer. Ne? Also das erzählte doch alleine, der... Genau. Der Dings, die hat... Weil die ist ja zu groß für das Schiff. Ne? Also irgendwer hilft ihr doch da irgendwie Sachen unter Deck zu bringen. Nee, die wirft das da in die Luke rein und vereist das immer. Nee, der hat doch gesagt, dass da jemand war. Eine jemand? Irgendwas, das klang eine wie, Kreatur. Sie hat vielleicht Futter. Also ich habe das so verstanden, wie sie hat sich irgendein Tier, ein Wesen geschnappt und da rein gelagert. Das, Okay, dann anders. Ach so, Entschuldigung. Nee, ich hatte das so verstanden. Das wäre ein Helfer, der da Schätze verstauen wollte. Ich habe das verstanden wie Kreatur. Ach so, nee, dann locken, in der Tat, wenn du es schaffst, die wegzulocken, dann ist ja... Da müssen wir nur durch den dicken Eispanzer irgendwie durchkommen mit denen, die um das Schiff rumfeuern. Ja, und dafür konnte eigentlich nur Finster ja auch helfen. Das heißt, jemand anderes müsste weglocken. Ich kann den einfach aufschmelzen. Das ist jetzt ganz einfach. Ja, ich kann auch Feuer machen. So das ist ja, dann so ist zumindest das Problem doch schon gelöst. Also wir beide, aber du kannst dich doch in große Tiere halt irgendwie verwandeln. Ja. Achso, ich kann nicht sie weglocken. Richtig, wäre es dann nicht sinnvoll, wenn jemand mit dir jetzt gemeinsam... sie versuchen würde, wegzulocken, während Finster dann versucht, das aufzustellen. Aber ist das nicht sehr gefährlich? Weil was hattest du denn für ein Weglocken im Sinne? Ach, ich hätte einfach hier, ich bin ja hier im Schander, ich hätte die einfach mal hierher gerufen. Nein, du hättest die nicht zur Stadt nicht gerufen. Schander. Wir können ja auch woanders hinrufen. Gute Idee. Und dann haben wir nämlich folgendes Problem. Du bist der Einzige, der auch kommunizieren kann. Das heißt, es wäre blöd, wenn dir was passiert und wir erfahren ja gar nicht, dass dir was passiert ist, wenn du die Drachen weglockst. Verstehst du? Also es wäre klug, wenn du wirklich bei dem also so würde ich denken, dass du wirklich bei dem Schiff und Kontakt hältst zu der Gruppe, entweder ich oder wer auch immer, der die Drachen lockt. Wenn, ich meine, hatten wir nicht für den Schadalin-Drachen irgendwie auch den Plan, gab es da nicht einen Zauber, den irgendwie am Boden festzubinden, halten? Ja. Irgendwas war doch da, Hast du da nicht irgendwie etwas Brauchbares? Oder warst du das, der das getan hat? Nee, ich wollte nur dieses Geräusch unterbrechen, was den starten lässt. Mhm. Nee, aber ich hatte, du hattest sowas, ja? Aber das hat ja würde so das, schlecht geklappt. Der eben drum, was war nochmal der Grund, warum das nicht geklappt hat? Der Drache ist zu weise, zu alt. Okay. Und der hat den Zauber widerstanden. Also es kann funktionieren,
Muss aber nicht. Okay, ja, weil sonst hätte ich gedacht, Alternativplan, wir töten den doch. Ne? Mhm. Also du machst den Zauber und dann hacken wir halt so lange drauf rum, bis er sich nicht mehr bewegt. Mhm. Ne? Dann sind wir doppelte Rachentöter. Ja, in der Tat. Boah. Und diesmal ist der Endstoß von jemand anderes. Also. Beim Drachentöten haben wir jetzt schon ein bisschen Erfahrung. Also gehen wir zum Schiff und nicht zu den Riesen. Weil die Vermutung ist, dass uns der Globus auch bei den Riesen helfen kann. Genau. Cool. Weil wenn da eine Prüfung ist mit irgendwelchen komischen Fragen, dann weiß der Globus vielleicht die Antwort. Voll eine gute Idee. Ja. Ja, dann Tasche packen auf wie. Soll ich noch versuchen, aus Ihren Gedanken was rauszufinden? Ja, warum magst du über was nochmal? Über. Das kannst du ja tun, wenn wir von ihr an den Ort geführt werden. Das ist eine gute Idee. Weil dann sind wir eh mit ihr zusammen und dann. Und vor allem das Tolle ist doch, jetzt, wo du sie kennst, kannst du ihr ja auch jederzeit eine Botschaft schicken. Ne? Ja. Das heißt, also wenn die nicht mehr da sein sollte, wenn wir zurückkommen vom Drachentöten. Dann bestelle ich sie zurück. Dann rufst du die einfach zurück. Ja. Eigentlich wollte sich Wellen noch melden. Sie hat doch gesagt, dass sie sich jeden Tag meldet. Ja, aber in der ersten Aurelstunde. Also das stimmt. In 10 Minuten. Ja. Ach, jeden Tag möchte die sich melden. Ja, ja, ja. Auch über diese 25 Wörter Nachrichten. Ja. Die kann das cooler. Ja, die kann das gut. Wenn die sich bei mir meldet, dann muss ich ja ganz schnell antworten. Wieso meldet die sich bei dir? Das weiß ich nicht. Aber wenn sie sich bei mir meldet, dann muss ich ganz schnell antworten. Dann habe ich gar keine Zeit, mir die Antwort aufzuschreiben. Ja. So ist das. Hat die gesagt, bei wem die sich melden wird? Nein. Hat sie nicht. Wir werden sehen. Sie meldet sich bestimmt bei Neopa. Hast du dich gut mit ihr verstanden? Mhm. Ja gut, ich habe mit ihr, glaube ich, so als erstes gesprochen. Ja, und mir ist halt aufgefallen, dass sie recht in Gedanken versunken war und wir kamen ins Gespräch. Aber nochmal so eine Frage. Also ich habe ja jetzt nicht so viel mit ihr gesprochen, aber ihr glaubt schon, dass wir ihr trauen können. Ja, das ist so eine andere. Weil ich sag mal, am Anfang hatten wir ja schon ein bisschen Vorbehalte gehabt. Mhm. Ne? Ja, aber nur, weil die Totenmagie macht. Das ist aber nichts Schlimmes. Aber allein die Tatsache, dass sie in diesem Wettstreit mit ihren Mitmagiern ist, also. Genau, und diese Geschichte, ich sag mal so, wie war das nochmal bei dem anderen Zauberer? Der hat mit einer Gruppe von Leuten die Stadt gefunden. Und dann hat er die Leute umgebracht. Oder? Mhm. Also so wird es zumindest erzählt. Ne? Mhm. Jetzt stell dir vor, wir finden mit der Frau die Stadt. Mhm. Ich sag mal so, ich habe jetzt nicht so viel Angst vor der Frau. Ne? Aber zumindest könnte sie ja vorhaben, irgendwas Böses gegen hat auch uns was zu machen. Vor. Also ich habe das gemerkt. Die, hast du ihr Gedanken gelesen? Ich hatte so das Gefühl, dass die was anderes vorhat. Also nichts Böses gegen uns, aber die will... Es gibt andere Gründe für das, was die tut. Die hat nämlich so komisch gesprochen, dass irgendwas mit Auriel, dass es da noch so einen privaten Grund gibt, dass sie das macht. Also nicht nur diesen Wettstreit. Aber die Frage ist doch, brauchen wir sie oder braucht sie uns? Es ist so 50-50. Also ich glaube, sie braucht uns mehr als wir sie. Ja, weil das war jetzt auch meine Frage. Wofür brauchen wir sie nochmal? Die versucht da jetzt noch mehr über den Eingang herauszufinden. Den Ort. Ja, weil wir brauchen ja, erstmal müssen wir den Ort finden. Und wenn wir den Ort gefunden haben, brauchen wir so eine Art Schlüssel, dieses weiße Irgendwas, um überhaupt da reinzukommen. Ja, genau. Aber das ist doch, wir organisieren doch den Globus, der alles weiß. Mhm. Und den Schlüssel. Und, ja, sicher, aber den hat sie ja verloren. So. Ja, ja. Und sie versucht den halt wiederzufinden. Ja, wir versuchen den wiederzufinden. Sie auch. Nein. Sie sucht nach dem Zugang in die Stadt, also die Stelle ist, die geöffnet wird durch dieses Kodizill. Aber der Globus weiß das nicht wohl. Was hat die gesagt? Was könnte der Globus? Der Globus könnte halt eben wissen, wo sich halt eben diese Abschrift oder dieser Schlüssel halt eben... Ach, wo sich der Schlüssel befindet. Das heißt, es kann sein, wir finden sie den Globus halt eben der mit ihrer Hellsichtmagie halt eben dieses Versteck. Und wir müssen erst gar nicht zu den Riesen. Ja, genau, weil der Globus uns erzählt, nee, der ist ja gar nicht bei den Riesen, sondern der ist ganz woanders. Genau. Weil bei den Riesen findet ihr vielleicht irgendwas anderes Gutes. Ja, oder den Tod. Oder den Wahnsinn. Oder aber weiß jetzt lass uns doch mal zu diesem Schiff fahren. Das ist toll. Da ist doch Schäl in der Nähe. So, aber dann müssen wir doch uns überlegen, Drachen
Weglocken oder tot machen? Ich glaube, der Vorschlag ist von Ravenna ist toll, den wegzulocken. Ich glaube auch. Dann. Aber wäre es nicht für die Menschen hier in den Ten Towns und so weiter eigentlich besser, den dann tot zu machen? Das stimmt. Da weil ich sag mal, der Drache. Der hat noch so viel hat er nicht gemacht, aber wir haben doch schon Geschichten gehört über den Drachen, oder? Ja. Wer hat uns denn noch mal irgendwas erzählt über den Drachen? Also der Drache ist ja jetzt nicht nett und fliegt so ein bisschen rum, sondern der schnappt sich auch schon mal Leute. Ne? Genau, der hat Drache halt schnappt Hunger, sich ja. Leute. Der Drache schnappt sich Drachen und tötet die. Was denn für Drachen? Andere, kleinere Drachen. Ach so. Drache ist hier sehr territoriell und. Ja, gut, ich sag mal, solange der andere Drache schnappt, das kann uns ja egal sein. Ja, aber meine Frage war jetzt, aber der hat auch schon, also er hat nicht Städte angegriffen. Ja, er hat Schiffe angegriffen. Also gerade Schiffsverkehr leidet halt eben ziemlich stark unter ihr, aber auch Reisende halt eben über die weiten Weißen. Also dann ist halt sein Territorium. Dann würde ich doch nochmal vorschlagen, den Drachen tot zu machen. Ja, aber der Drache ist so uralt, der war schon immer da. Wenn wir den jetzt töten, vorausgesetzt, wir können das, würden wir, glaube ich, das Gleichgewicht in der Natur dort massiv stören. Und wenn er jetzt die kleinen Drachen nicht tötet, könnten sich in der Gegend viel mehr andere Drachen groß werden, was wiederum eine viel größere Gefahr für die Ten Towns ist als erst ein Drache. Naja, sehr viele Drachen gibt es, denke ich, nicht hier. Ja, weil er die wenn sie noch klein sind, tötet. Und sie nicht die Chance haben, groß zu werden und sich zu vermehren und zu einer Plage zu werden. Aber dieser Drache jagt auch. Aber es ist halt nur einer. Sagst du das jetzt, weil du Angst hast oder weil das sehr schlau ist? Das weiß ich nämlich nicht. Nein, weil ich glaube, dass die Natur in ihrem Gleichgewicht nicht so stark verändert werden darf. Ich glaube, es gibt Wesenheiten, die mit der Natur nicht im Einklang stehen. Und ein Drache, der Schätze hortet, der wahllos zerstört, ist nicht im Einklang mit der Natur. Ich glaube nicht, dass er wahllos zerstört. Mhm. Und auch ein Drache muss ab und zu was essen. Sie handelt im Rahmen ihrer Natur. Nein, ja, aber sie ist bösartig. Was sagt denn dein Gott dazu? Bei der ersten Begegnung habe ich das gewusst. Ja, aber ich glaube, also, wir haben uns ja schon mit dem Drachen unterhalten. Mhm. Und du hast mit dem geredet. Und Witze erzählen ist mit dem nicht. Also Freude macht er nicht. Nee, aber nur weil jemand jetzt gerade schlecht drauf ist, muss man ihn ja nicht unbedingt töten. Ja, aber das ist ja nicht alles. Sie ist nicht einfach schlecht drauf. Ich würde ganz gerne eine Nature-Probe mal machen, um mal zu schauen, ob das, was ich gerade gesagt habe, mit Einklang mit der Natur oder gute so, Idee. Um das mal irgendwie so ein bisschen einzuschätzen halt irgendwie. Ja. Das will ich auch. Gerne. Eins. Die Druidin macht ich glaube das auch daran. Mal. Oder auch nicht. Auch noch eins. Geil. Boah, echt. Ihr seid ja echt. Ich hab letztens, ihr kennt euch aus mit Natur. Ich habe da schon 2 Euro beim letzten Mal. Ich habe eine 14. 14. Würdest du das für mich da reinwerfen? Ja. Ja, also was du jetzt bei einer 14 würdest du sagen, ja, die Natur der Drachen, das ist ein Thema, da hast du dich nicht so mit befasst. Ne? Da müsste man sich halt eben vielleicht reinlesen. Drachen sind, ne, weiß halt nur, das, was man mit dir immer erzählt hat, Drachen sind gefährlich. Pass auf, ne? Gerade wenn es halt eben farbige Drachen sind. Hier in der Region kommen weiße Drachen häufig, ist jetzt relativ, ne? Aber gerade in den Gebirgen und so sagt man, ne, dass halt immer mal wieder so kleinere weiße Drachen oder so, ne, sich eher so Jungtiere oder junge Erwachsene wiederfinden. Aber ja, natürlich, also es ist so ein Kreislauf der Natur. Dieser Drache scheint zumindest bei Weitem keine so große Bedrohung zu sein wie Auriel für die Ten Towns, weil die Ten Towns stehen noch. Ne? Wäre das jetzt ein uralter weißer Drache, der es gezielt auf die Dörfer abgesehen hätte, wird das wahrscheinlich hier anders aussehen in den Ländern. Aber diese Intention scheint diese Drachen nicht zu verfolgen. Aber ja, was du weißt, ist, dass farbige Drachen auch eher böse sind. Ne? Und bei einer 14
Du hast mal gehört, dass weiße Drachen nicht die intelligentesten halt sind. Ne? Aber gerne aggressiv und vielleicht auch brutal. Ne? Aber ja. Okay. So ungefähr das. Ja, aber der Drache, der frisst ja auch schon mal einen Yeti oder so. Ja. Ne? Also aber der Drache, der sammelt auch Schätze. Und die holt er ja irgendwo. Ja, ne? Von ist vielleicht nicht ganz Leute. So clever. Also ich finde das mit der Weglocken-Idee vielleicht ganz gut, weil wir sicherlich cleverer sind als er. Aber jetzt auch nochmal die Frage, wir locken den Drachen weg und dann klauen wir ihm Sachen aus seinem Hort. Primär den Globus. So, was wird der Drache dann tun, wenn er feststellt, dass er bestohlen wurde? Nach den Dieben suchen. Ne? Ja, aber der ist ja blind. An wem wird er seine Rache... Nee, der rächt sich nicht. Der sucht nur primär uns. Also sind Drachen nicht rachsüchtig? Nein. Ich habe eine ganz tolle Idee. Nein. Doch. Ja, sag mal, was ist denn deine Idee? Wir machen das so als Kombination. Wir verwirren den Drachen, weil der ja nicht so schlau ist. Und zwar dadurch, dass wir ihm vorgaukeln, ein Drache zu sein. Aber der kämpft doch gegen andere Drachen, oder? Ja. Der Drache, der spricht mit ihm und... sagt so, ich will hier nichts von dir, ich bin nur auf der Durchreise, lass mich in Frieden, ich muss nur was wissen. Und dann plaudern die und dann fliegt er weg. Und dann merkt er am Ende, nach all dem Hin und Her, dass sein Schatz weg ist. Wen verfolgt der dumme weiße Drache dann? Ja. Wenn das so funktioniert, dann... Das finde ich großartig. Also, wie gesagt, ich möchte nur vermeiden, dass wir den Drachen bestehlen. Und aus Rache zerstört er eine oder mehrere... Städte. Ja, beziehungsweise er könnte uns auch folgen. Ne? Ja, aber nur eine Weile. Der hat uns ja schon mal verfolgt und dann waren wir weg. Ja, aber wenn er in die Städte uns folgt zum Beispiel, dann ist das auch wirklich ein Problem. Also das stimmt schon, was Griff sagt. Und zuletzt war er ja da hinten und jetzt ist er hier, also irgendwie... Ja. Andererseits, er ist sehr alt und sehr... Also sie ist sehr alt und... ich würde auch nicht kämpfen wollen gegen sie, ehrlich gesagt. Das Ravenna, denke ich so generell von dem Kreislauf der Natur, gut weiß. Drachen gehören zu den wenigen Lebensformen, wo ein hohes Alter eher gefährlicher wird als... Ja, eben, deswegen... Also, wohingegen das viele wusste sie ja schon bei dem letzten Mal, so deswegen sagt sie das. Gewinnt ein Drache halt eben, je älter der Drache wird, immer mehr an Macht. Ja. Ne, und, also klar, sie ist zwar blind, aber... Da wird halt eben dieser Kristalldrache halt eben kein Vergleich gegen sein. Ja. Wie ist dieses Wurmwesen in dich hineingelangt, das wir rausgezaubert haben? Also das weiß ich nicht mehr so genau, weil ich habe ja friedlich geschlafen und dann war dieses Ding da und dann, also ich kann mich nicht mehr erinnern. Wie hilft uns das denn jetzt gerade? Den Zusammenhang habe ich jetzt auch nicht verstanden. Wenn wir den Wurm in ihn hineinbekommen, dann frisst der Wurm ihn auf. Wir haben keinen Wurm. Aber er ist ja nicht mehr da. Ja, deswegen müssen wir wissen, wie das in dich reingekommen ist. Nein. Das ist zu unwahrscheinlich. Mist. Okay. Also wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder den Drachen abzulenken, dass wir uns an das Schiff begeben oder einen Teil von uns an das Schiff begeben. Oder aber frontal auf den Drachen zu und frontal muss er jetzt auch nicht sein. Ja, oder wir versuchen, ihn wegzulocken und wenn alles schief gehen sollte und bevor er uns tötet, töten wir ihn. Also ich bin für Plan Heimlichkeit, das Ding rausholen, vielleicht auch wieder Eis drüber, egal, keine Ahnung, das Ding rausholen und nicht sie weg. Und wenn er uns dann verfolgt, dann haben wir auch keine andere Wahl. Oder aber, ja, ich weiß nicht. Doch das mit dem Wurm? Also ich will nicht... Nein! Der Wurm ist... Es gibt keinen Wurm. Wir kriegen keinen Wurm her. Hast du nicht einen tollen Zauber, um den Drachen zu besiegen? Ja, hat ja beim letzten auch schon gut geklappt. Jeder Schuss ein Treffer. Wie gesagt, also... Weil was für Schwächen könnte denn der weiße Drache... Feuer. Er ist blind. Ist er gegen Feuer empfindlich? Wahrscheinlich, wenn er mit... Das ist ein Eisdrache. Ja. In meinen Augen... Das ist von der Beschreibung her. Ja, so wie ich sie gesehen habe. Aber das klingt
finde ich schlau, ja, dass der schwach ist gegen Brennendes. Ich meine, wenn sie da auch alles vereist. Okay, lasst es uns so machen. Wer ist dafür, sich heranzuschleichen? Ja. Schleichen, Schatz klauen. Wer ist dafür, ihn, ne, sich heranzuschleichen und ihn zu erledigen? Auch noch. Hey. Finster? Ich verstehe davon zu wenig. Das du enthältst dich jetzt. Oh nein, es geht nicht. Du musst. Ihr seid viel schlauer als ich. Nein. Du weißt immer irgendwas zu sagen zu den unpassenden Momenten. Und jetzt haben wir eine ernste Situation. Okay, ich bin für die Sache mit dem Wurm. Die steht nicht zur Auswahl. Ach so. Es gibt nur dieses. Wie wäre es, wenn wir erstmal dorthin gehen und die Lage beurteilen? Gute Idee. Gute Idee. Aus sicherer Entfernung schauen, was er da eigentlich tut und dann entscheiden. Wir können den Wal fragen. Nein, können wir nicht. Der ist doch voll schlau. Warum? Was? Der ist zu weit weg. Der ist direkt in der Nähe. Ja, 10 Meilen, voll weit weg. Den Wal fragen wir, wo die Insel ist. Genau. Nachdem wir das Glöckchen geläutet haben. Ja. Aber vorher brauchen wir den Globus und Richtig. Das andere Ding. Richtig. Deswegen schleichen wir uns zum Drachen, schauen vor Ort, wie es da aussieht, ob da die ganze Zeit das, vielleicht fliegt sie ja auch zwischendurch mal weg. Die hat auch mal Hunger. Wir beobachten sie. Richtig, genau. Ja. Das heißt, jetzt ist so unentschieden, wie wir uns entscheiden, oder? Wir reisen dorthin, begutachten die Lage und entscheiden dann. Wir vertagen es ein wenig. Okay, also das tagsüber zu machen, finde ich gut. Ja. Genau. Gut, fein. 50 Stunden später. Okay. Ja. Ne, dann fasst ihr euren Plan und wollt euch ein bisschen noch erholen und dann auf den Weg machen. Aber jetzt ruft doch die Dings an. Vorher kriegt ihr, genau, also erstmal 25 Willen Wörter. Meldet sich tatsächlich bei Neola. Mhm. Und ich weiß auch warum. Habe noch keine weiteren Fortschritte gemacht. Alles bleibt wie gehabt. Wir kümmern uns um das Wrack. Weißer Drache dort. Das könnte problematisch werden. Aber wir sind guter Dinge, den Globus zu finden. Ja, top. Komm, lauf mit. Gut. Ja. Und nun doch. Am nächsten Tag, bevor ihr aufbrechen könnt. Das kürzen wir jetzt noch ein bisschen zusammen, damit wir so die Sitzung mit dem Start vielleicht bekommt ihr von Duvessa verkündet einige Sachen. Also du bekommst die Komponenten, ne, die du benötigt hattest. Ihr bekommt zwei Greater Healing Potions. Greater Healing. Insgesamt oder jeder? Nein, insgesamt. Also zwei Greater Healing Potions. Ihr bekommt vier normale Healing Potions. Mhm. Ihr schreibt das mal auf. Bekommt also vier normale. Also ja. Und zwei vier Greater. Normale. Zwei Greater. Ja. Und ihr bekommt. Noch eine Spell Scroll, also eine Spruchrolle mit Haste. Kann ich anwenden? Also für wen ist die?
kann die nicht jeder lesen? Also weiß wenn das nicht. So Scroll ist? Nicht. Jeder, der in der Lage wäre, den zu zaubern? Den zu zaubern und ich glaube, andere Magie, muss ich nochmal gucken, okay, wie es genau war. Also ich kann den zaubern. Haste? Mhm. Ich hab den. Du hast den? Mhm. Oder? Ich dachte, ja. Ich guck noch mal. Aber du hast ihn nie gezaubert, oder? Hat sich noch nie angeboten. Wahrscheinlich, weil der Stufe 4 ist, oder? Und das war's. Herzlich. Okay. Weil ist der nicht ziemlich stark? Ich bin zusätzliche Aktionen ja, oder so stark bei Haste? Oder noch Vorteile irgendwie oder sowas? Hab ich extra für dich genommen. Ist aber Concentration, ne? Mhm. Ja. Ah, nee, Entschuldigung, noch ein Langbogen plus eins. Oh, cool. Langbogen plus hast eins. Hast du nicht schon jetzt Bogen plus eins gehabt? Nee, er hatte, glaube ich, diese Bracers, also diese Armschienen. Ach ja, stimmt. Sich teuer Langbogen gekauft. Plus eins. Kannst direkt dahinter das schreiben, Neola. Klingt doch hervorragend. Now we are talking. Ja, vor allem für einen Drachen, der ja wahrscheinlich irgendwie Resistenz hat gegen normale Angriffe. Das kann ich das hier einfach irgendwie... Das kannst du eintragen. Mhm. Es gibt diese Longbow. Du kannst, nennt sich dann normalerweise... Ich könnte den customizen, einfach den ich habe und plus eins hinmachen, oder? Du hast den ja trotzdem noch. Also okay, mach einfach eine weitere mit rein. Ach so, okay. Gut, mache ich. Das müsste sich irgendwie Longbow plus 1 oder okay, eventuell vielleicht auch plus 1 Weapon und dann Klammer Longbow okay, oder sowas okay, nennen, keine okay, Ahnung. Okay. Mal gucken. Genau, ne, und dann seid ihr irgendwann soweit und brecht wahrscheinlich zu einer eher frühen Uhrzeit auf. Ja, ich möchte mich aber noch persönlich verabschieden. Ja, natürlich. Also, ne, und Duvessa freut sich da natürlich auch. Woher wusstest du bei wem? Keine Ahnung. So, ne? Und was ihr nur merkt, ist, dass einfach bis zum nächsten Tag Griff immer mal wieder kurz weg ist. Und, ich habe keinerlei Ahnung, ich mache mir keine Gedanken. Immer mal wieder da ist und so. Und, ich glaube, jeder hat so seine Dinge. Ja? Ich meine, gehst du nicht auch mal irgendwie in den Tempel da, um irgendwelche ja, Gottsachen zu machen? Klar, bisschen beten und so, ja, ja. Weil da gab es auch diesen Tempel. Ja, richtig. Genau. Und ihr bekommt noch 4 Flaschen Alchemical Fire. Hm. Das ist so das Äquivalent geil zum Pengzisch-Boom oder so. Das ist auch gegen Eisdrachen, glaube ich, ja, ziemlich gut. Ja, das brennendes Feuer, also Molotov-Cocktail. Fire. 4 Stück, ne? Ja, 4 Stück. 4-mal. Gut, nice. Wollt ihr davon auch welche haben? Nein, jetzt sind bei Finster völlig sicher verwahrt. Ja, genau. Klicker. Ich wollte mal gucken. Genau, ich wollte mal testen, wie es funktioniert. Wir werden Sachen verteilen. Die schimmern so schön. sinnvoll erscheint. Ja. Ja. Also während ich dann meine Tasche hier so packe und rumräume, meinen Rucksack und hier und da... Ach, was ist das denn? Ach, dieser spitze Hut, setz den auf und kruschel weiter und ja. Das ist was? Ich hatte doch mal so einen spitzen Hut gefunden. Einen spitzen Hut? Ach, in der Zwergenfestung, ne? In der Zwergenfestung, einen speziellen. Ach, den Hut. Ja, wo ich immer noch nicht weiß, was er aber genau macht. Aber in meinem Prassel setze ich den einfach so, ach gut, ja, was muss ich noch hier einpacken? Setze ich den einfach mal so. Ja. Vielleicht passiert ja irgendwas Cooles. Ja. Hoffentlich ist er nicht verflucht. Ach Quatsch. Verfluchter Hut ist ja lächerlich. Hast du nicht auch so einen Umhang gefunden in der Zwergenfestung? Oder so ein Gewand oder sowas? Meine ich. Ich habe einen Umhang, ja. So, jetzt kommt hier wieder so ein Hut an. Jetzt. Zum ganz unerwartet. Von Off Protection. Ja, aber du kannst mir das ja beim nächsten Mal erzählen, was beim Hut passiert. Aber das war auf jeden Fall so ein Typ in der Zwergenfestung, den wir... Jetzt schon mal. War das nicht dieser Priester? So, der ist es nicht. Minen. Irgendeiner hatte einen besonderen Hut auf. Ja. Ich meine, das sei der Priester gewesen. Ja, den wir vernichtet haben. Dieser dämonische, teuflische, irgendwas Böses. Ja, genau. Mhm. Da sind die dann. Da, jetzt müsste es kommen.
die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um eine halbe Stunde. Ja, genau. Ich dachte, bevor ich das ja, esse. Was du merkst, also wenn du ihn aufsetzt, diesen Hut, dann und so ein bisschen rumprobierst, merkst du, dass du deine Gestalt verändern kannst. Also es ist ein Head of Disguise. Und du kannst dann den verkleiden, also dich selbst verkleiden, Spruch praktisch zaubern und muss der attuned werden, der Hut? Ja, hat Attunement. Ich weiß nicht, ob du überhaupt noch einen Platz frei hast, um noch einen Attunement-Gegenstand, weil du, glaube ich, halt nur Attunement-Dinge bei dir ich glaub, hast. Ja. Du hast, glaube ich, alle voll. Drei Slots voll. Und es würde einen Slot was benötigen. Sind denn die drei Gegenstände, die du attuned hast? Ich habe ein Heilungsamulett, die Winterstiefel und so ein Protection. Ach so. Ja, das ist sehr wichtig. Alles ist sehr wichtig bei dir. Genau, und Head of the Sky ist das halt eben, dass du da gestaltest. Aber nicht nur du, sondern tendenziell könnte es auch jemand anderes, wenn du möchtest, also wenn du dich davon trennen möchtest. Boah, cool. Und es kann unbegrenzt gezaubert werden. Also es ist nicht nur einmal und dann am nächsten Morgen oder so, sondern unbegrenzt. Vielleicht doch anstatt der Stiefel. Die Stiefel gehen halt größer. Aber die sind so schön warm. Gerade ja. Wenn es halt gegen den Weißen lacht. Na, hier als nie wäre ich jetzt hin. Meisterplan. Okay. Ja. Ja, aber dann seid ihr soweit, ne? Und als dich Duvessa ein letztes Mal verabschiedet, ne? Und du immer ein bisschen länger halt eben bei ihr bleibst, ne? Also sie hat schon immer so ein bisschen diese Hemmung, ja, dass das. Dann mach mal eine Insight-Probe bitte. Gott, oh Gott. Vielleicht. Du bist ja auch einfach so gebannt von diesen Momenten. Das ist gewürfelte 17. Oh. Aber Insight ist jetzt glaube ich nicht so mein starkes Ding. Insight plus 0, also es bleibt bei der 17. Ja, 17 ist super. Du merkst schon, dass sie... ich meine, wovor hat die denn Angst? Also ganz ehrlich, die ist doch da die Chefin. Also... Ja, du musst dich ja nicht schämen, oder? Genau. Ne? Und vielleicht kommt das ja halt eben auch irgendwie indirekt oder vielleicht bei dir auch etwas direkter zur Sprache. Griff, wie ich gesagt habe, wir sind ja momentan in einer sehr schweren Situation. Ich kann es nicht erlauben, dass ich den Eindruck erwecke, als wenn meine Gefühle zu dir mein Handeln beeinflussen können. Ich sag ja, das eine ist ja vielleicht auch nach außen hin, aber ich sag mal, wenn wir unter uns sind... Ne? Wenn wir unter uns sind, weiß ich nicht genau, was mit mir passiert. Ich habe ja jetzt schon Sorge, wenn du... Lass es einfach geschehen. Da drauf aha. Also wer weiß, wann wir uns noch mal wiedersehen. Genau. Ne? Ob ich überhaupt die überlebe. Ja. Du, das könnte einer erleben. Ja, genau. Ja. Du bist ja für nichts so schade, das ist ja unglaublich. Also eigentlich hat er recht. Ne? Eigentlich hat er recht. Es ist ein sehr gefährliches Unterfangen. Na, gegen den Weißen drauf. Und sie guckt dich an. Erzählst du ihr denn von dem Vorhaben? Ja, also sicher. Also du bist da relativ frei. Ja, ne? Genau. Also ich habe da jetzt keine Geheimnisse. Also. Ja, also dann wird sie halt so. Ich verstehe nicht, warum ihr euch auf dieses selbstmörderische... ihr müsst doch... Um die Ten Towns zu schützen. Ne? Und weil sonst keiner macht. Ne? Ja. Also wer, wenn nicht wir? Ne? Ne, dass sie ihre Fäuste halt eben so ein bisschen ballt. Ne? Also für den Moment wirkt es so, als wenn sie dir eher eine Ohrfeige geben wollen würde. Halt eben so für, ja, und das ist furchtbar mit dir. Hättest du... Warum musstest du mir das sagen? Warum hast du ausgerechnet diesen Moment gewählt, um... Ich will dich nicht verlieren. Und... Ich möchte, dass du diese Nacht bei mir bleibst. Oh.
ich möchte nicht, dass, dass du gehst und und es so dieser Moment ist, wo wir uns das letzte Mal. Ich möchte, dass du lange bei mir bleibst und diesmal nicht schnell gehst. Und, ja, so und tatsächlich spürze sich dann halt auch irgendwann auf ihr Zimmer. Ja. Und es war halt deutlich komfortabler und schöner. Genau, und Griff bleibt diesmal relativ lange ja. fern und kommt irgendwann am ersten Tag dann wieder. Zur Abreise bin ich dann da. Und ihr macht euch auf den Weg und reist in Richtung der Dark Duchess mit eurem narrensicheren und völlig geeinigten Vorhaben. Ja. So, wichtig ist, dass ihr eine gemeinsame Linie habt. Ja. So, ne? Und das wird genau, damit Chaos beenden wir auch enden. Die heutige Spielsitzung, würde ich sagen. So, genug Chaos gehabt. Chaos, Desaster und Tod. Und dann schauen wir mal, was beim nächsten Mal, wie sich der Plan halt eben mit der Dark Duchess so entwickelt. Ach, ich glaube, nächstes Mal kannst du schon die Miniatur auf den Tisch stellen. Ja, ich glaube auch. Dann geht es eigentlich direkt ja, los. Beim nächsten Mal könnte das durchaus sein, dass der Tisch mal wieder zum Einsatz kommt. Haben wir jetzt genug Verschnaufspause gehabt, ne? Ja, nach dem einen Drachen, dann können wir uns direkt mal mit dem nächsten Drachen halten. Genau. Wir sind auch alle aufgelevelt und so. Also ja, was soll denn schon passieren? Dieses Ablenkungsmanöver mit dem. Wir können ja einfach den weißen Drachen hier nach Brünnschalder rufen. So, ne? Dann ist er da vorne weg. Oder so, du besser. Weißt du noch, was wir erzählt haben zu dem Drachentöter und dem zerstörten Drachen? Gib da ein Update. Es kann sein, dass demnächst. Er ist jetzt Griff der Drachenrufer. Das ist sowieso finster. Das Beste. Das ist finster. Also das die erste Aktion finster. So, ja, ich habe den Drachen getötet. No, wir sollten uns noch verabschieden, bevor wir nicht können. Ich bin schon so, Entschuldigung, ich war hier schon völlig im Smalltalk. Was? Guckt noch jemand zu? Ja. Ja, also in dem Sinne, hoffentlich, also erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wenn das bis zu diesem Punkt mit geistiger Gesundheit überstanden habt, Respekt. Ne? Ab jetzt kann es nur noch aufwärts gehen. Genau. Sehr verrückte Runde. Ich fand es sehr lustig und sehr, sehr schön. Und ich bin gespannt. Oh ja. Genau. Und dann gucken wir mal, wie es so ist, wenn man versucht, einen Drachen zu beklauen. Mhm. Ist ja, hat ja noch nie für Probleme gesorgt in der Geschichte der Fantasy. Noch nie. Nein. Genau, gucken wir mal. Aber der ist ja blind. Ne? Oder die ist ja blind. Das wissen wir jetzt. Genau. Und dann schauen wir einfach mal. Und so wie es aussieht, ne, geht es ja nächste Woche. Dann wahrscheinlich weiter, ne? Wird ja noch geklärt, ne? Aber die Sterne stehen relativ gut, und dann, dass wir nicht so lange warten müssen. Genau. Genau. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.